Herzlich willkommen wieder auf der Bühne des Sendezentrums. Hallo! So, ja, kein, ja, jetzt nicht hier. Okay, wird schon. Ich beginne einfach mal anders. Die Installation von Linux auf verschiedenen Geräten ist ja ein beliebter Nerdsport. Ihr kennt das. Linux auf dem Fernseher, Linux auf dem Kühlschrank oder Linux auf dem Fahrrad. Aber wie schneiden eigentlich andere, viel obskurere Systeme bei der Installation auf einem handelsüblichen Rechner ab? Das erklärt euch heute und klärt euch heute das Binärgewitter. Hier sind eure Gastgeber Ingo Ebel, Madmas und MakeFu. Und ich sage herzlich willkommen zur Installparty auf dem 33. Chaos Communication Congress in Hamburg. Viel Spaß! So. Genau. Hallihallo. Herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk live hier vom 33C3. Und korrekt. Ich muss mal nachzählen. Also es waren einfach schon zu viele und zu viele Tage, zu wenig Schlaf. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich mit dabei. Das mit dem Intro haben wir jetzt leider verpasst, noch vor der Sendung zu machen. Freut mich, dass so viele da sind. Wir werden hier total geblendet. Wir sehen euch gar nicht so richtig, aber scheint gut voll zu sein. Nee. Guck mal, wir haben tatsächlich auch Leute, die da schon am Rand stehen. Also, und das passiert nur, wenn viele Leute da sind, ja. Habe genau, ich mir sagen lassen. Die stehen aus Versehen oder nehmen die Flaschen mit oder so, sondern die sind wirklich für uns da. Ja, die sind da, weil ihr zu viele seid. Heute mit dabei ist Markus. Hallo. Felix. Und meiner einer, ich bin Ingo, hallo. Und wir haben noch an der VoIP-Leitung, wir müssen mal einmal genau wechseln, dazugeschaltet, den Marc. Aus dem Guten Tag. Sonnigen Kalifornien. No HDMI-Signal. Jetzt müsst ihr ihn auch alle sehen. Guten Hallo. Tag. Genau, Marc sieht euch leider jetzt nicht. Also die Leute, die hier im Saal sitzen. Aber ihr seht den Marc, der, naja, weiß nicht, bist du gerade zu Hause oder wo bist du? Faul ist er. Ich bin zu Hause, ja. Ist noch vor 10. Ist noch früh am Morgen in Kalifornien und schön, dass es trotzdem geklappt hat. Wir fangen eigentlich an, so wie wir immer die Sendung anfangen, nämlich mit dem Toten der Woche. Ja. Und erst dann kommen wir irgendwann zu diesen Installationssachen, wenn wir es denn noch schaffen. Wir haben voll gut die Zeit jetzt. Ja, und wir uns nicht in der Zeit völlig verschätzen. Aber ja. Ich habe gehört, wir haben da vorne jemanden sitzen, der uns dann drängeln wird. Kommen wir aber zum Toten der Woche. Und das ist dieses Mal CyanogenMod. Genau, CyanogenMod. Ja, zum Glück nur Cyanogen, die Firma. Das Mod nicht. Das Mod lebte weiter. Nein, du hast es nicht. Ja, doch, du hast es nicht verstanden. Sie haben es doch umbenannt. Ja, aber hast du mal versucht, die Webseite aufzurufen? Die gibt's nicht mehr. Nein, die sind einfach konsequent. Die benutzen nur den neuen Namen. Ja, ich fand das echt ein bisschen krass. Also sie haben irgendwie was am 23., 24. Dezember angekündigt, dass es ja CyanogenMod, also die Firma, demnächst nicht mehr gibt und sie demfolge auch irgendwie alle Projektsachen gleich mit abschalten und das konsequenterweise dann auch gleich getan. Also das fand ich ein bisschen arg hart. Ja, es ist halt Weihnachten, also ein Geschenk muss man ja bekommen und dann ist halt einfach das. Alle Leute, die jetzt so Telefone haben, die das noch drauf haben, was mit denen? Sind einfach, wird gelöscht. Sind einfach remote gewiped. Nee, das ist ganz einfach, so Auto-Updates und dann boot es halt nicht mehr. Dann war's das. Ja. Ich glaube einfach, das waren die Vorsätze fürs neue Jahr. Die wollten mit einem sauberen Tisch ins neue Jahr starten. Also alles abgeschaltet. So. Wer? Näher ran, weiter weg. Was sollte das heißen? Näher ran. Bei mir ran. So, besser. Noch näher? Noch näher? Okay, uiuiui. Noch näher. Wir werden hier noch stimmt. Eingewiesen. Ja. Ihr kennt natürlich. Das aber auch von den anderen Sendungen. Wir haben immer am Anfang Sound.
Details zu klären. Oh, jetzt fährt ein Auto hier durch, oder was? Vielleicht bin ich nicht nah genug, vielleicht muss ich näher ran. Okay, genau, Soundprobleme, macht nichts, machen wir in unserer Sendung auch jedes Mal. Aber normalerweise eine Pre-Show. Ja. Wir hatten keine Pre-Show diesmal. Der Vorteil ist hier, wir haben zumindest Leute, die das mit der Aufnahme hoffentlich hinkriegen. Also während wir das Problem bei uns ja immer in den letzten 3-4 Sendungen jedes Mal hatten, dass irgendeine Spur verloren gegangen ist. Das kann gar nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, wer das war, wer das verkackt hat. Ja, das wäre auch dann so ein Toter der Woche. Die letzte Mal war meine Aufnahme war super. Ja, genau. Also es hat sich super angehört, aber es hat man sich halt nicht aufnehmen können. Nee, letztes Mal war deine Spur nicht super angehört, weil die hörte sich total dreckig an, weil du ja an der Zeit rumgespielt hast. Ja, was? Keine Ahnung. Gut. Okay, kommen wir wieder nochmal zum Toten der Woche. Ist kaputt. Also die Webseite ist kaputt, das Projekt gibt es nicht mehr, aber es gibt Hoffnung. Oh, die Jenkins-Server wurden abgeschaltet. Die was? Verschwunden. Die Jenkins-Server? Ja, den haben sie wohl auch gemeint. Ja, unser CI-System ist jetzt auch weg. Nachdem die diesen Blogpost geschrieben haben, wo sie sich beschwert haben, dass alles kaputt ist. Ja. Sind zufällig auch verschwunden. Genau, den kann man auch nicht mehr aufrufen, den alten Blogpost. Der ist jetzt nur noch über archive.org irgendwie erreichbar. Also es war schon ein extrem harter Move. Also es hätten jetzt auch irgendwie noch die 2 Wochen Zeit haben dürfen oder so. Hoffnung gibt's aber, Markus. Hoffnung gibt's immer. Und deswegen ja das neue Projekt mit Lineage OS. Wie sie sich jetzt mal gucken, was dabei rumkommt und wie hart sie durchstarten. Ob sie dann jetzt im zweiten Anlauf es schaffen, so schön wie es am Anfang hieß, Google die Kugel durch den Kopf zu jagen und einfach für ein freies Mobile OS zu sorgen. Mhm. Ja, das war es ja auch ursprünglich, ne? Also die würden ja irgendwann gekauft. Vor gar nicht so lang her, glaube ich. Ne? Nee. 2 Jahre oder so? Drei Jahre? Genau. Also in Internetzeit schon, aber prinzipiell geht es jetzt wieder zurück, wo sie hergekommen sind. Ja. Und bisher ist mir eigentlich klar, ob es wirklich Lineage heißt oder Lineage. Ich hätte gesagt Lineage. Sweet Tits, das kann man aussprechen, wie man will. Wie man muss. Ja, also cyanogenmod.org geht noch und du kannst irgendwie alles runterladen, also es muss funktionieren. Echt? Aber die Hauptwebseite ging nicht mehr. Aber also ich glaube, das Org war immer irgendwie anders wie die Firma, was dann glaube die .com war oder so. Also Jenkins ist tatsächlich down. Genau, also du kannst die Dinge halt nicht mehr runterladen, die Builds. Ja. Was natürlich auch dann natürlich alle Geräte, die da draus schon funktionieren. Nee, geht's doch bei dir irgendwie? Irgendwie geht's doch, aber ich weiß nicht genau warum. Was hat der vorher? Glaube, dass passiert ist, dass die einfach ein Jenkins-Update eingespielt haben und wie wir wissen, jedes Jenkins-Update macht die Jenkins kaputt und dann haben die einfach gedacht, ja, entweder wir reparieren jetzt Jenkins oder wir machen einfach die Firma weg, machen eine neue Firma auf, installieren Jenkins neu, Problem gelöst. So einfach. Dauert nicht so lange, wie Jenkins zu reparieren. Das ist viel XML drin. Also die Sache ist, ich hab's gerade ausprobiert. Und beim ersten Mal kam 404 und beim zweiten Mal habe ich es runterladen können und ich glaube, dass sie einfach noch eine Instanz haben, aber 10, die nicht mehr funktionieren. Und das ist der beste Load Balancer der Welt. Genau, vielleicht hast du Glück beim Round-Robin-Spiel, dass du gerade den richtigen hast. Genau, einfach mal Glück haben. Genau, also alle Geräte, die da draußen sind, können jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr geupdatet werden. Was braucht man nicht. Also das ist ja mit Android ganz normal, ja? 2 Jahre und dann ist vorbei. Also mehr Updates brauchen wir auch nicht. Bei den guten Geräten. Ja, bei den guten Geräten, stimmt. Ich habe aber gerade mein Nexus 5 erst weggeworfen, weil du kein Updates mehr bekommst. Nein, auf da die 14er-Variante geupdatet und jetzt ist natürlich, nachdem es die Nightly-Builds jetzt nicht mehr zum Runterladen gibt, dann blöd. Ja, das stimmt. Habe ich jetzt Pech gehabt. Eher uncool. Eher uncool. Jetzt muss wieder. Weil auf, wie heißt das Ding jetzt? Wie haben wir uns geeinigt? Wie? Lineage? Lineage hätte ich es auch genannt. Lineage heißt es nicht. Nicht französisch. Warum nicht? Wo steht denn, dass es nicht französisch ist? Ich glaube, in den Legal Disclaimer. This is not French. Ich würde sagen, das ist Lienage. Excuse our French, please. oui, très bien. Ist ja noch nicht sehr viel zu sehen. Also da steht bloß, ja, das sind wir und wir legen mal irgendwann demnächst vielleicht los. Wie der Mann schon gesagt hat, die sind noch dabei, ihre Jenkins-Infrastruktur aufzuziehen. Ja. Hätten einfach Docker starten sollen, aber Docker, Jenkins, fertig. Läuft irgendwas. Ja, okay, müssen wir beobachten. Ist jetzt erstmal, also Cyanogen ist kaputt. Ja, ist sowohl die Firma ist kaputt, also das Projekt ist
leider nicht mehr da, gibt aber Gott sei Dank Nachfolge und jetzt müssen wir mal gucken, ob die schnell, hoffentlich schnell in die Gänge kommen, dass wir alle unsere Telefone noch betreiben können, weil das ist, wäre schon sonst ein herber das, Verlust. Ja, du hast ja einen Selfish, oder? Jetzt? Aber das ist kein Problem. Ich habe nicht nur eins, ich habe mehrere, genau. Du hast mehrere. Selfish ist ja aber noch nicht so weit, dass wir das auf unsere ausrangierten Android-Geräte installieren können. Das war ja einfach das Schöne mit CyanogenMod, dass man die Geräte auch, wenn man vom Hersteller allein gelassen wurde, weiter benutzen kann. Ja, ich glaube, FreeDOS geht auch. FreeDOS geht. Aber FreeDOS auf deinem Telefon installieren. Dann muss ich doch nochmal meine Handsets mit den aufklappbaren Tastaturen kannst vielleicht ausholen. Dein BIOS updaten. Das, dann. Ja. Direkt auf Coreboot gehen. Genau. Ja, also weil ein ähnliches Projekt gibt es einfach nicht zurzeit, oder? Was ich auf meine Ja, doch, irgendwas läuft auf diesem OnePlus, oder? Ja, das ist ein CyanogenMod gewesen. Nee, es ist nicht. Die haben es irgendwie geupdatet, geändert mal, weil sie gesagt haben, CyanogenMod, nee, das hat keine Zukunft. CyanogenMod. Jetzt bräuchten wir einen Chat. Wenn wir jetzt einen Chat hätten, der könnte uns das dann sagen, was wir natürlich nicht nachgeschaut haben. Wir haben ja Hörer da draußen. Ich habe auch gehört, zur Not gibt es auch irgendwo ein Mikrofon. Also wenn jemand was zu sagen hat. Ich sehe euch nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht einfach so. Das hätten wir vorher angekündigt. Das hätten wir vorher. Nee, ich habe gehört, dass es ein Mikro gibt. Also wenn jemand es mal wieder besser weiß als wir, passiert es leider relativ oft, dass Leute das besser wissen. Ja, nur unsere Hörer, die sonst im Chat hängen, sitzen jetzt hier. Ja, oder das sind hier Engel irgendwo und Videomixen uns oder sowas. Also keine Unterstützung aus dem Chat. Das ist schlecht. Das ist jetzt echt blöd. Gut. Na gut, dann können wir es nicht nachvollziehen, müssen wir es nachliefern. Ja. Okay, also dann tut euch FreeDOS drauf. Ja, FreeDOS 1.2 ist jetzt gerade rausgekommen. Nee, ist schon immer rausgekommen. Vor ein paar Tagen. Posted 4 days ago. Wie passend. Und was sind denn da jetzt die großen, coolen neuen Features? Also die neuen Features sind, glaube ich, dass es genauso ist wie davor. Es hat sich nichts geändert, aber das ist auch gut. Weil das ist fertig, ja. Das ist fertige Software, die jetzt eine neue Zahl bekommen hat. Kann man Command & Conquer 1 drunter spielen? Marc? Hast du da Insight? wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ja. Also Doom läuft wohl. Machen, was du willst. Quasi. Ja. Ist auf jeden Fall das erste Release nach 5 Jahren. Von daher muss es rock solid sein. Ah, oh, shit. Sozusagen. Jetzt hätte ich gerne so ein... Wir können es ja nachher noch installieren. 90% aller Hersteller, Hardwarehersteller vertrauen da auch drauf, dass es rock solid ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, dein BIOS abzudecken. Sag ich ja. Das stimmt, ja. Selbst wenn du Linux hast, ist es ganz oft so, dass das irgendwie erstmal ein FreeDOS starten muss und dann dein BIOS-Updates. Es soll ja besser werden, ja, aber da sind wir irgendwie noch nicht. Was ich halt nicht verstehe, ist, warum man Coreboot nicht mit FreeDOS installieren kann auf seinem BIOS. Also das ist eine Sache, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Irgendwie höre ich mich weird. Dann kannst du von Coreboot dann auch wieder direkt in FreeDOS rein? Ja, ja, klar, geht alles. Und nimmst du einfach das als Payload. Und dann von FreeDOS wieder Coreboot installieren. Ja, ja, alles überhaupt kein Problem. So einfach. Ja. Okay, gut, dann kommen wir zu noch mehr traurigen Neuigkeiten. Ja, aber wir können über die Hoffnung darauf überleiten. Schon wieder? Ja. Achso, und den Untoten dann? Nein. Was kommt jetzt für Musik auf unsere Ohren hier? Ist das normal? Gehört das so? Was passiert irgendwer jetzt hier? Irgendwer macht gerade eine Tetris-Action. Hä? Hallo, was machen die da? Komm, kriegen wir Post? Scheißegal, wir haben bloß 1,5 Stunden, wir müssen hier weitermachen, ja? Wir können uns nicht auf die Leute da... Nee, okay, Carrie Fisher. Ja, sag doch jetzt mal was dazu. Lass die doch Leute doch tanzen. Genau, Prinzessin Leia. Prinzessin Leia ist gestorben. Ja. Gott, es wird immer lauter. Das nervt ganz schön, Leute. Das, kann man das mal wegmachen? Wir müssen das, glaube ich, überspielen. Nee, ist okay. Das schneiden wir dann raus. Ich schneide das raus. Das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, sind ja auch nur 4 Spuren. Muss man. Genau. Haben wir am Anfang geklatscht, dass ich die alle synchron habe? Ja. Das... okay, aber gut, wir haben ja Security, die ist schon dabei, dieses Problem irgendwie zu... genau, fasst mal alle mit an, tragt das Ding mal weg, es ist zu laut. Ja. Ja, Carrie Fisher, sehr traurig, schon im Alter von 60 Jahren, jetzt über Weihnachten verstorben, war... Ja, ich weiß, also dieses Jahr 2016 stinkt irgendwie. Nee, das langt jetzt einfach zum Schluss nochmal ordentlich zu. Das ist Jahresendstress, würde ich sagen. Ja, gab so schöne Cartoons hier. Vielleicht solltest du auch mal erwähnen, wo die denn mitgespielt hat. Das wissen die Leute doch gar nicht mehr. Die hat doch letztes Jahr erst in so einem Film mitgespielt.
Meinst du nicht, dass sie das hinkriegen? Ja, erzähl doch mal. Erzähl doch mal, was da passiert ist. Was soll ich denn dazu erzählen? Das wisst ihr doch. Die ganzen armen Kinder, die in den 90ern geboren sind, die so einen Film noch nie gesehen haben bis jetzt, letztes Jahr. Du meinst, oder so, die kennen Star Wars. Nicht, wer Carrie Fisher ist. Du meinst, das ist die Prinzessin. Die Prinzessin Leia, ja, genau. Richtig. Ja, aus den alten Filmen. Also, Wollt nur, dass wir das jetzt mal also, gesagt haben. Ihr wisst ja, der erste hieß einfach nur Krieg der Sterne, zumindest in Deutschland, und da war die dann schon dabei. Ja, okay. Genau. Ja, hat natürlich auch noch ein paar andere Sachen gespielt, hat auch irgendwie gerade irgendeine Rolle in UK oder wie war das? Und ist ja. Die Besten sterben jung. Richtig. War Herzinfarkt, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und schön. Ja. Kinder, esst euer Gemüse. Genau, dann passiert's. Oh. Oh. Und jeden Tag ein Glas Rotwein. Oder wie war das? Die guten Hausmittel. Oder kein Rotwein. Das ist eindeutig. Rotwein und kein Rotwein am besten. Was, also Apfelsaft und Rotwein. Also Apfelsaft und Traubenwein. Ja. Nein. Ich glaube, es geht um irgendwelche Sachen, die dann bei dieser Vergärung mit reinkommen. Aber da gibt es bestimmt andere Podcasts, die man davor hätte hören können, wo dieses erklärt wurde. Ja, stimmt. Davor war unser Podcast, der sich... Wo sie sich betrunken haben. Ja. Wo Weinflaschen um den Tisch standen, ja. Ja, aber sehr guter Podcast. Aber wir wurden ja auch gerade auf dem Hörertreffen auch gerade gut abgefüllt. Zum Glück nicht. Ich habe dich davor bewahrt, ansonsten wäre das ja ein Debakel gewesen. Genau. Ich durfte gestern Abend einen Schunk trinken. Aber nur einen. Ja, und war danach... Danach war es völlig fertig. Danach war es vorbei. Aber dafür ist ja auch der Kongress da. Damit man gut Leute trifft und Chunk trinkt. Mindestens. Sehr gut. Aber es gab auch nicht nur Tote, habe ich gehört. Es gab auch Untote. Ja, na warte mal. Überleitung. Ja, warte mal. Wir sind nicht so schnell. Viel schlimmer ist, dass die Mutter. Ja, die Mutter von Carrie Fisher ist heute Nacht auch noch gestorben. Das ist. Die hat sie denn, abgesehen davon, dass sie die Mutter von Carrie Fisher waren, auch irgendeine Showbiz-Rolle gespielt? Ja, reicht das nicht? Also, aber dafür bin ich jetzt tatsächlich auch zu jung. Also sonst sage ich ja, ich bin zu alt, aber für den Part bin ich jetzt tatsächlich zu jung. Hört. Ja, genau. Also die Mutter von Carrie Fisher ist auch ein großer Broadway-Star gewesen und hat das mit ihrer Tochter leider nicht verkraftet und ist jetzt einen Tag nach ihrer Tochter dann 84-jährig auch verstorben. Mann. Das ist schon ein bisschen nicht in Ordnung einfach. Also ich glaube, dieses Jahr 2016 wird Zeit, dass es rum ist. Was haben wir denn überhaupt für einen Tag? Ich habe Schilder gelesen. 29. Es ist Donnerstag. Es ist der dritte Tag. Aber Raumzeitgefühl ist weg. Wir leben einfach im Kongress. Ja. Das ist auch gut. Bis der Kongress vorbei ist. Ja, genau. Ja. Aber es ist gut, dass es ab und zu so Schilder gibt, die einem sagen, heute, Realitätsabgleich, Moment, heute ist Donnerstag. Was ist, welcher Tag ist? Ja. Realitätsabgleich war vorhin schon. Ja. Apropos Realitätsabgleich, ja. Zum Glück gibt es eine neue Version von Flash für Linux. Einmal Applaus für eine neue Version von Flash für Linux. Also nicht, dass das irgendjemand bräuchte, aber... Adobe hat sich tatsächlich dazu. Aber warum haben die nicht war gesagt, das ist jetzt vorbei? Oder? Ja, war das nicht so, dass alle Major Browser jetzt Flash wirklich rausschmeißen? Und ist das so ein letztes Push von Adobe? Ich glaube, die hatten einfach noch irgendwie drei Praktikanten über und die sollten halt irgendwas tun, ja? Okay, muss halt migriert werden jetzt auf Linux. Das ist auch nur eine Beta, ja? Also die sind von Version 23 Beta auf Version 24 Beta gegangen. Das ist sehr gut. Aber gab es schon mal jemals eine Nicht-Beta-Version von Flash für Linux? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Linux gab's, ist immer kann, Beta. Weißt du, da gab es mal eine... Haben wir einen Chat, da wo wir das wieder nachgucken können? Ja, nee. Weiß es einer? Guck mal hier auf den Chat. War schon immer Beta, oder? Ihr seid alle keine Linux-User, oder? Stimmt? Alles keine Flash-User. Bitte beleidigen unsere Hörer nicht. Entschuldigung. Das okay, ihr habt das alle früh genug abgeschaltet, sozusagen. Gibt es jetzt und vor allem setzt es ja auch noch auf diese alte Netscape-API auf. Ja. Ist total gut. Ja. Haben wir alle noch implementiert zum Glück. Oh, warte. Das ist einfach. Ja, nicht dabei, das gerade rauszuwerfen aus ihrem Browser. Genau. In Chrome ist es, glaube ich, schon raus und Netscape debattiert gerade, ob sie es auch. Aber jetzt, wo Flash auch für Linux drauf ist, müssen sie es natürlich drin lassen. Ist ja eindeutig. Quasi die einzige Möglichkeit jetzt. Genau, also es ist jetzt schon so, dass es selbst im Firefox irgendwie nur 2-3 Plugins gibt, die das noch benutzen dürfen, diese alte API. Ja. Und die auch irgendwie, weiß ich nicht, standardmäßig deaktiviert sind oder sowas. Ja. Und macht nichts. Adobe bringt definitiv jetzt nochmal eine neue Version für den Flash Player für Linux auf dieser alten Netscape API.
Also die Älteren von euch werden sich noch an Netscape erinnern, die Jüngeren denken, was ist Netscape, um Gottes Willen? Wovon redet der Opa da auf der Bühne schon wieder? Wir sind zwar bei Untoten, aber so weit wollen wir jetzt nicht ausholen. Lass uns mal weitergehen zu den News. Ja, was okay. gibt es denn nee, Gutes Untote Neues? Auch. Plan 9, heute mein Betriebssystem der Wahl für die Installation. Okay. Wollen wir das direkt hier einschieben oder wollen wir das später machen? Das Sache ist, wenn wir später machen, dann haben wir wieder das Problem, dass das zu lange dauert zu installieren. Also ich weiß nicht, wie es mit eurem Betriebssystem ist, aber okay. meins installiert mindestens dann, 5 Minuten. Okay, dann müssen wir den Marc zumindest mal kurz von unserem Beamer hier hinten verschweißen. Marc ist aber trotzdem noch da, man genau. kann ihn hören. Ja. Marc, wie lange hast du denn Zeit? Stimme aus dem Off. Du bist nicht so lange da. Du. Ja, ach, okay. na ja. Gucken wir mal. Also dann müssen muss wir halt jetzt auch mal arbeiten. Kurz... Arbeitet doch keiner zwischen Weihnachten und Neujahr. Das stimmt. Ja. Geht ja auch nichts kaputt in der Zeit. Das haben nee. Die Server so an sich. Genau, also dein Beamer-Bild müsste jetzt hier hinten kommen. Ja, sehr, sehr gut. Also genau. ich hab's... Eins habe ich schon mal vorbereitet. Aber ich habe es nicht komplett vorbereitet, in der Hoffnung, dass es beim ersten Anlauf passt. So, was wir nämlich machen, ich habe die Plan 9 ISO runtergeladen. Was die ist denn überhaupt Plan 9? Plan 9 ist ein Betriebssystem, auf ein Unix-basiertes Betriebssystem, damals noch von den Bell Labs, wo das quasi entwickelt wurde. Also so wie Unix. Genau. Das ist ein Unix und zwar versucht es, diese Unix-Philosophie, alles ist eine Datei, einfach ja. auf 11 zu ziehen. Das heißt, alles ist eine File. Nicht nur, keine Ahnung, so irgendwie Festplatten und irgendwelche Dateien und Mäuse, sondern du hast Prozesse, die prinzipiell erstmal eine File sind. Du hast einen Bildschirm, der eine File ist. Du hast aber auch so Netzwerkverbindungen, die einfach Dateien sind. Und entsprechend dem hat man ganz viele Möglichkeiten, Sachen erstens zu verbinden. Das heißt, man sagt, okay, ich habe ein Root-System und das gehört diesem Prozess und der Prozess kann nur auf bestimmte Sachen zugreifen, zum Beispiel auf diesen Netzprozess, auf diesen Display oder auch nur auf dieses Programm. Das heißt, wenn er irgendwie auf dem Bildschirm schreiben muss, das Programm, dann kann man das dem quasi dazu mounten. Und als zweites hast du dann halt auch die Möglichkeit, das alles zu verteilen, weil alles in Datei ist und du ein Dateisystem hast, was auch diese ganzen Sachen verwenden kann. Das heißt, wenn du ein CPU hast auf einem anderen Computer, dann kannst du dem bei einem anderen Computer dazu mounten. Dann hast du auf einmal den CPU von dem anderen Computer dazu. Okay, und wie kriege ich den da reingemountet? Also das funktioniert halt alles mit dem P9-File-System und das verwaltet halt nicht nur deine Festplatte, sondern das verwaltet alles. Okay, und, also könnte ich einen ganzen Cluster damit... Genau, und dieses Clustering von verschiedenen Systemen, die halt einfach überhaupt gar nicht gleich sind, sobald die Plan 9 fahren, sind die quasi alle gleich. Und du kannst den CPU von den ganzen Sachen verwenden oder die Festplatten oder irgendwas. Und du hast immer alles nur als Datei und deswegen kannst du auch immer alles als Datei verwenden und quasi alle Unix-Datei-Dinge damit machen. Okay. So, das ist so. Aber wie kann man denn CPUs, ich meine, die Latenz, das ist so riesig, dass das fies keinen Sinn macht, die irgendwie zu teilen. Selbst auf InfiniBand macht das ja. Ja, also. Darum geht's hier nicht. Darum geht's hier nicht. Erstens. Es klingt ja wie so PROCFS und SysFS und der ganze /DevTree alles zusammen. Das sind ja auch alles Files und du kannst da reinlesen und rausgucken. Ja. Nur, dass du halt jetzt deine Grafikkarte über dein 28.8-Modem. Ja, genau. Und also natürlich ist es nicht für shitty Upstream-Dinge oder shitty Downstream-Dinge gedacht, sondern dass du irgendwie ein Netzwerk hast, wo alle Computer relativ schnell miteinander verbunden sind und du dort dann den CPU für bestimmte Berechnungen verwenden kannst. Solange du da quasi was in den reinpipen kannst und da irgendwas rauskommt, ist es quasi schon gut genug. Und zweitens ist es natürlich nur ein Research OS. Also das heißt quasi, man hat gezeigt, dass es geht und dass es eigentlich voll die coole Sache ist. Reicht auch. Geil. Genau. Uninstalliert? Oder QEMU? Ja, installiert QEMU. Also wir machen das jetzt. Ah. Du kannst leider jetzt nicht zuschauen, aber ich habe hier QEMU mit LibWirt. Ich sehe es ein bisschen hinten. Ich glaube, du Windows 95 ist das, ne? Ja, Windows 95. genau. Da habe ich dann VirtualBox installiert, da drin LibWirt und jetzt geht's los. Also ich habe jetzt die Plan 9 ISO ausgewählt. Die wird natürlich perfekt als Unknown OS Type und Unknown Version erkannt. Machen wir weiter. Gigabyte RAM muss reichen dafür. Also 128 Megabyte reichen.
So, wir machen weiter. Oh, oh. Ah, warte, hier machen wir 2 GB. Ja, genau. 2 GB sind genug das, für jeden. Das ist das Problem von jedem... Plan 9. So, von jedem war es. Von jedem Menschen auf diesem Planeten, dass der Platz auf seiner Festplatte einfach nicht ausreicht. So, es ist schon was passiert. Man kann was erkennen und zwar... erstens, die ISO funktioniert. Ja, also, das ist was ganz Besonderes, weil mit verschiedenen anderen Betriebssystemen, die zum Beispiel der Ingo ausprobiert hat, ist es nicht so. So, stimmt. Es funktioniert auch nicht in VirtualBox aus irgendeinem Grund. Deswegen machen wir jetzt hier mal weiter. Wir sagen mal Install und dann geht es auch total zackig. Man kann jetzt sehen, dass irgendwelche Fehler passieren. Ja. Jetzt das nächste ist DMA, ja, wahrscheinlich. PS2-Maus haben wir, das läuft auch. XGA-Monitor, XGA. XGA, bester GA. So. Fail to start Rio. Oh. Oh. Tja. Ja, von wegen. Aber das ist, ihr merkt, das ist live. Wir haben das nicht vorbereitet. Sehr, sehr live, ja. Aber das ist alles kein Problem. Man nimmt hier einfach eine andere Videokarte. Ja. Und dann funktioniert es auch schon. So. Oh, warte, das ist bestimmt irgendwo anders passiert. Auf meinem Bildschirm ist wahrscheinlich passiert. Oh je. Du musst die rausnehmen und eine neue reinnehmen. Ja. Ja. Aber das ist, so, wie sich das gehört halt. Was ist deiner? Da? Nee, da? Was? Also, Remove machen wir hier. Genau. Sirius klingt gut. Das ist eine alte, ganz alte Sirius hat Scheiß. Sich gut an. Ja. Probieren wir es nochmal. Go. Ich habe gerade mal nachgeschaut, Rio ist das Windowing System für Plan 9 und wer hat es erfunden? Der Rob Pike, der Typ, der auch Go macht. Oh, ja, stimmt, das kommt von den Machern von Go und deswegen muss es quasi gut sein, weil alle Leute lieben Go und deswegen entsprechend Plan 9, bestes Betriebssystem. So. Nee, es erklärt auch, wenn der parallel noch einen Windowing Manager entwickelt hat, erklärt es auch, warum Go so aussieht, wie es aussieht. Der hat einfach nicht genügend Zeit, was Anständiges zu bauen. So, müssen wir noch die ISO mit reinziehen und dann go. Nächstes die Frage ist, jedes Mal, wenn du im Window Manager das Fenster zumachst, musst du dann schauen, ob das Fenster eine Exception geworfen hat, ja. Nachdem es zugegangen ist, um zu schauen, ob das geklappt hat. Oh yes. Glaub, so Design sollte ja dasselbe sein wie bei Go. So, versuchen wir es nochmal, vielleicht funktioniert es dieses Mal. Das ist eigentlich auch total straightforward, dieser Installer, also... hat aber nicht funktioniert. Wann kam eigentlich die letzte Version von diesem Plan 9 raus? Wann kam die letzte Version von diesem Plan 9? Die letzte Version von Plan 9 kam 2014 oder so, also war also relativ doch, frisch. Okay. Er schlägt dir jetzt vor, den textbasierten Installer zu machen. Ja gut, dann nehmen wir den halt. Inst, Text, Only, das kann schief gehen. Ja, sieht gut aus, machen wir weiter. Config.fs, Fossil, ja, ist bestimmt das Richtige. Partisk. Ich fühle mich mit einem Dateisystem, was Fossil SD heißt, nicht wohl. Doch, bestes Dateisystem einfach. So, was müssen wir hier auswählen? Wir müssen erstmal unser Dings aussuchen, unsere Festplatte. MBR. Master Boot Record auf jeden Fall installieren. W und Q ist, glaube ich, das Richtige. Weiter geht's. Ja, läuft. Keine Ahnung. Mach, genau. Was sagt ihr hier? Wow, das läuft alles super. Format Fossil, brauchen wir bestimmt auch. Waren wir da nicht schon? Mountainfest. Das sieht alles so gleich aus. Das ist alles super. Ist das richtig? Ich denke. So. Okay, prompt. Jetzt macht er irgendwas, das ist, glaube ich, richtig. Also er versucht es jetzt gerade, sein Fossil-Dateisystem zu mounten und zu partitionieren und zu draufzuschreiben quasi. Ja. Jetzt sagen wir hier Config Disk. Local ist, glaube ich, richtig, weil Netzwerk wird auf jeden Fall nicht funktioniert. Out of the box. Aber ich habe für später vorbereitet, dass Netzwerk funktioniert. Weil es einfach funktioniert. Das ist das Besondere. Also, man kann ja viel sagen über Plan 9, aber es funktioniert einfach. Bis auf das eine Ding, was gerade nicht funktioniert hat. Ja. So, was muss man hier aussuchen? Ich glaube, Dev, SD, C1, Data. Ist ja. SC1? Oh, Dev. Habe ich mich verschrieben? Ja, da fehlt ein D. SD. C1, Data. Und, okay. Und, Exit. Okay, Preparing Menu. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Wenn ihr nicht wisst, also die Leute, die den Podcast dann hören, es gibt auch eine Videoversion davon. Die werden wir dann verlinken. Also nur, wenn ihr das jetzt im Podcast nachhört und denkt, ja, ist ja schön, dass die ganze Zeit irgendwie auf irgendwelche Bildschirme starren und Sachen vor sich hin murmeln, ist ein bisschen langweilig für die Hörer jetzt vielleicht. Das ist aber kein Problem, es ist schon fertig. Also die Installation läuft. Ja, ich wollte trotzdem bloß sagen, also es gibt die Möglichkeit...
das dann auch hinterher anzugucken. Also wir werden den Link dann natürlich mal twittern und mit in die Shownotes reinnehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das dann auch angucken, sozusagen, was hier passiert. Genau. Und du kannst es gerne erklären, wir sind bei 34. Also wir wir müssen es auch gar nicht bis zum Ende gucken. Ich würde es jetzt einfach abgeben an euch, damit ihr eure Betriebssysteme installieren könnt. Ach herrje. Ich dachte, wir machen erst noch den Marc so ein bisschen. Okay. Ich dachte, wir machen mit News weiter. Wir machen mit News weiter. Okay, dann nehme ich jetzt einfach, mach mal wieder den Marc drauf, bitte einmal. Genau. Genau, dass wir den Marc wieder sehen und dann machen wir einfach weiter mit den News und dann kommen wir zu deinem Betriebssystem weiter. Was? Ihr habt keine vorbereitet oder was? Doch, wir haben auch welche vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob wir das zeitmäßig noch alles schaffen. Doch, das wird super. Marc, News. Ja. Oder? Erstmal News, ja, also und dann dein NAS. Ja, total gut. Ja, ich habe gesehen, Python 3.6 ist draußen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine News für dich ist. Ich glaube, ich habe sie eher... Total. Ich habe sie Plan 9. Ich den ganzen Tag Python mache ich derzeit. Ja, Python ist auch eins der besten Dinge, die es überhaupt gibt. Ja, genau. Das ist, außer die Ruby-Leute, die jetzt vielleicht hier im Saal sind, die gerade Bauchschmerzen kriegen. Moment. Das kommt die nächste. Die nächste News nach Python kommt dann. Okay. Das wird Ruby, aber erstmal Python. Python, ja. Was ist neu? Ist was neu? Ist es gut? Es ist gut. Du kannst jetzt Strings literal interpolieren. Bedeutet, anstatt dass du wie damals 1812 deinen String hast und dann irgendwie Prozent S mittendrin, Punkt, Format, sonst was, kannst du jetzt tatsächlich deine Variable in den String klatschen und alles, was du tun musst, ist nur ein hässliches F vor deinen String zu packen. Hä? Ein hässliches F oder ein F? Ja, du musst jetzt statt irgendwie Hallo Welt, machst du F Hallo Welt und dann kannst du in diesem String mit so Curly Braces Variablen reinklatschen. Aber das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Aber die Frage ist halt, warum erst jetzt? Und warum mit dem F? Ich kenne ja Sprachen, die machen das mit Single Quotes und Doppel Quotes, um zu entscheiden, ob sie den dringend interpolieren oder nicht. Ja, genau. So, der Rest der Welt macht es so, aber Python halt nicht. Nee, das Problem bei Python war ja, dass du immer, wenn du diese .format gemacht hast, was ja irgendwie in 3.0.3.5 irgendwie das ist, was man hätte machen sollen, du hast ja nicht so viel Platz. Du musst ja immer indenten und wenn du dann 80 Zeilen Limit hast und du irgendwie in einem If-Konstrukt bist, dann hast du irgendwie 8 Zeichen Platz in deinem String und dann musst du .format, was schon wieder die halbe Zeile einnimmt, schreiben. Oder du musst halt in Python irgendwie jede Zeile musst du irgendwie auf 8 Zeilen aufbrechen, allein wegen dem ganzen Whitespace. Und deswegen, diese Interpolierung spart dir jetzt schon mal mindestens 6 Buchstaben. Total was, praktisch. Google jetzt mindestens 800 Mal schneller macht. Ja, das stimmt. 12 Terabyte Speicher gespart, machen wir den ganzen Tag. Pro Tag. Ja. Pro Tag, ja. Und das multipliziert sich ja nochmal im Transfervolumen. Das ist, das stimmt. Das ist richtig. Vergisst man leicht. Und sonst noch was anderes Cooles dabei, außer das? So ein paar kleinere Verbesserungen waren drin, irgendwie neue OpenSSL-Versionen unterstützen, dass du auch die neuesten Zero-Days bekommst und nicht nur auf den alten immer rumrödeln musst. Das ist korrekt, ja. Das ist wichtig. Ja. Und das ist, es gibt jetzt ein neues, das Secrets-Modul hat jetzt einen Zufallszahlengenerator, wo die Zahlen tatsächlich zufällig sind. Oh, was für eine Wahnsinn. Tolle Sache. Da kannst du jetzt Krypto mitmachen. Ohne Sachen von Stack Overflow pasten zu müssen. Okay. Und das Beste ist eigentlich, dass Async.io für stabil erklärt wurde. Oh, das ist nice. Also Async.io war ja das, wo sie Leute, also wenn man irgendwelchen Leuten erzählen muss, warum Python 3 cool ist, dann muss man Async.io sagen, weil es halt einfach eins der coolsten Features von Python 3 allgemein ist. Und das ist jetzt per Dekret stabil. Ja. Davor muss man sagen, so erst, dann fragen die Leute, erst ist stabil und sagen, eigentlich schon. Also Leute benutzen es in ihrem Code, aber jetzt kann man sagen, nicht stabil. Ah ja, kannst ja Multiprocess Manager verwenden, aber das ist auch der letzte Krepel. Genau, ja, kannst System D benutzen und dann einfach einen Enterprise Loop drum. Richtig, genau. Das ist die einzige Möglichkeit, das vorher zu machen. Aber jetzt hast du ja Async.io, dann kann es keiner mehr lesen, aber dafür ist anders jetzt. Anders cool. Und total Performance und so. Das sowieso, die ist wahrscheinlich jetzt fast so schnell wie Python 2. Bald. Nee, sie haben was lustig ist, wo wir vielleicht auch, weiß nicht, ob ihr noch drüber reden wollt, überleiten können, die haben Dict neu implementiert, die Dictionaries. Die sind jetzt, irgendwie haben sie ein bisschen von PyPy abgeschaut und die sind jetzt kleiner. Und lustigerweise kam Ruby 2.4 auch raus und eines der Hauptänderungen sind auch eine Neuimplementierung von Dictionaries oder von Hashes, wie es in Ruby heißt, die auch kleiner und schneller sind. Also quasi dieselbe Programmiersprache jetzt.
Das eine muss man halt nicht indenten. Nee, genau. Das eine hast du wirkliche Freiheit und beim anderen bist du eigentlich nur der kleine Affe, der die Leerzeichen den ganzen Tag Ja, tippt. Eigentlich, das eine ist halt free as in freedom. Ja. Richtig. Ich polarisiere jetzt einfach mal. Nee, das ist okay. Kannst du machen. Du musst ja Python selber benutzen. Kannst ja hassen, so viel du willst. Gut, ist quasi nur fair. Ja. Sollen wir zu Ruby gehen? Gab es bei Ruby noch mehr außer die Zusammenarbeit mit Python in Bezug auf die Dictionaries? Moment. Klein Kram. Die haben irgendwie jetzt korrekt Unicode, Upcase, Downcase, Swapcase, was ich nicht benutzt habe, was krass ist. Und irgendwie, die haben intern, hatten sie ja immer Fixnamen und Bignamen, je nachdem, wie groß dein Integer ist. Das ist jetzt alles Integer. Und das Problem ist, dass das dann auch alle C-Extensions kaputt macht, die dir bisher irgendwie einen Bigint oder einen Bignum zurückgegeben haben. Die müssen jetzt halt ein Integer zurückgeben. Ja, das ist alles kein Problem. Genau, und ansonsten ein paar andere Sachen sind ein bisschen schneller. Array-Zeug, Regular Expressions. Ah, langweilig. Kleinkram, aber das und sie unterstützen auch die neue Version von OpenSSL. Oho, nice. Gute Sachen. Haben die auch jetzt ein Secure Random? Nee, das haben sie nicht. Aber dafür als Ausgleich haben sie XML-RPC aus der Standard-Library entfernt, was natürlich alle Java-Enterprise-Entwickler jetzt ist jetzt inkompatibel. Also Ruby kannst du jetzt nicht mehr in Java Enterprise Shops. Also finden. Was ich halt interessant finde, Ruby macht ja quasi in jeder Version alles kaputt davor. Aber niemanden interessiert, ja. Und Python hat einmal gesagt, okay, ist alles Müll, wir machen es gut. Und dann sagt, oh nee, jetzt freuen wir bei Python 2, ist schon in Ordnung. Nee, Ruby hat 1.8 auf 1.9 alles kaputt ja, gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und seitdem brauchst du ABM, ja. Genau, und die hatten aber nicht mal mehr so ein cooles 2-to-3-Tool, was dir quasi alles automatisch repariert. Manchmal falsch, aber... Er hat es versucht, ja. It's something. Ihr seht schon, wir sind überhaupt gar nicht... Richtig, du lässt einmal das Code-Mod über deine Codebase laufen und dann schaust du, ob die Unit-Tests noch gehen. Ja, wir sind überhaupt gar nicht parteiisch, oder? Nee, überhaupt nicht. Gut. Das können wir auch absolut gar nicht. Absolut nicht. Okay. Aber wenn wir die beiden Sprachen jetzt soweit durch haben, dann können wir ja auf die dritte Sprache, auf der wir alle zusammen einhacken wollen, wechseln und darüber reden, was... Warte mal, die dürfen alle raten. Worum geht's jetzt gleich? PHP. Ja, PHP! So, aber der fährt deshalb nicht direkt PHP, sondern den PHP-Mailer. Ja. Dem einen PHP-Mailer. Ja, genau. Es gibt tatsächlich nicht so viele PHP-Mailer, außer den PHP-Mailer. Okay, aber der ist kaputt. Und der ist kaputt gegangen. Und zwar schön kaputt gegangen. Also so, wie man sich das halt auch wünscht. Genau, so. Mit Logo und schönem Namen. Mit Namen, mit einer CVE natürlich. Und mit Remote Code Execution. Gut, super. Und das ist halt alles, was man sich wünscht. Alles, was man das braucht. Das ist gründlich. Das ist der Name für die Lücke. Ich sagen muss, dass die Überschrift in Heise ist ja eigentlich nicht okay so. Die sagen ja, Lücke in PHP-Mailer erlaubt die Ausführung fremden Codes. Aber man kann auch eigenen sagen, Code. Die dürfen den gar nicht fremden Code nennen. Ich glaube, das ist Code mit Migrationshintergrund. Müsst ihr aufpassen. Der migriert sich auf dein System. Und der integriert sich dann auch in dein System, wenn du den gut behandelst. Ja. Sieht der Zeug aus und quasi wie SystemD. Ja, irgendwann ist er halt auch im Kernel, dann als kleines Kernel-Modul drin. Und dann bleibt er dann bleibt der ja auch da. Der will ja auch gar nicht gehen. Der will auch nicht gehen. Das ist korrekt. Also wenn das ja. Ja, der benutzt da auch alle CPU-Zyklen, die du ihm zur Verfügung stellst. Ja, oh, alles klar. Was ist denn PHP-Mailer, wenn ich als Noob das mal so fragen darf? Okay, PHP-Mailer gibt dir die Möglichkeit, aus deinem PHP-Skript, wenn du irgendwie eine Webseite hast, E-Mails zu verschicken. Und es funktioniert so, dass die E-Mails quasi 1:1 an Sendmail weitergegeben werden, die du dem per PHP-Mailer übergeben hast. Oh Gott, ich kann mir schon vorstellen, was da passiert ist. Ja, aber das Schöne an Sendmail ist ja, dass quasi jedes Mail-Programm unter Linux, was das Mail-System ersetzen will, das Sendmail-Interface ersetzt. Also ersetzen muss. Egal, ob du dann Postfix oder sonst was benutzt, genau. Genau. Und was da dann halt passiert ist, bei diesem Weitergeben von dem Absender, das wird halt quasi 1:1 an Sendmail weitergegeben und dann explodiert halt einfach deine Shell, weil das ja quasi ein Shell-Exec ist, ja. Und sehr schöne Sache. Dann hast du quasi Remote Code Execution direkt einfach so kostenlos dabei. Ja. Und das große Problem ist, dass man könnte man denken, PHP-Mailer, was ist das? Wer nimmt das schon her? Wer nimmt das schon her? Jetzt können wir mal aufzählen, wo ist das drin? Ja, das ist in Joomla, WordPress, Drupal, in allem drin. Ja, genau, in den ganzen anderen CRMs halt noch. Alle, also, die mal halt E-Mails verschicken wollen. Also jeder, der mit PHP-Mails verschicken will, benutzt es.
fast nee, nicht, immer. Nicht alle, also ich meine, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass die direkt SMTP sprechen. Ja, aber wer macht das denn schon? Naja, also du hattest ja dasselbe Problem letztens in Roundcube, in dem Webmailer. Ja. Und da war auch irgendein Problem mit PHP-Mail, also der Funktion PHP-Mail, ja. Ging wahrscheinlich genau in die gleiche Richtung. Und da habe ich bei mir drauf geguckt und habe gedacht, puh, ich mache das so nicht. Wir nehmen gleich richtig SMTP, gleich richtig dagegen gehen. Was mehrere von diesen CMS auch unterstützen würden. Also ich weiß, bei WordPress geht es zum Beispiel nicht, aber bei, weiß nicht, Drupal, du hast ja viel Drupal benutzt, Marc, da geht es bestimmt, oder? Dass er direkt. Ich habe viel. Du warst Drupal? PHP bei mir? Nein, danke. Ich habe nur für die Firma gearbeitet, die das, wo der Typ ist, der das erfunden hat. Ja, jetzt kommen wieder Ausreden, schon klar. Nicht so viel benutzt. Ja, alles komm. Kein Problem. Komm. Ja. Geht bestimmt in ja, Drupal. Ja, manchmal, aber nur wenn keiner hingeschaut hat. Ja. Fühlt man sich auch ein bisschen dreckig beide. Ja, aber also PHP und E-Mail, was bleibt dir denn da anderes über, als eine lange, lange Dusche zu nehmen danach? Nicht, weil es so gut ist, ja. Anders. Genau, also, und der einzige Weg, der es so fix ist, eigentlich jetzt, dass diese ganzen verschiedenen Projekte, die ganzen verschiedenen CMS das Zeug updaten. Also ich meine, du könntest es natürlich auch selber machen, könntest natürlich auch selber, ihr könntet also alle, die selber einen Webserver betreiben, können jetzt mal gucken, wo ist überhaupt PHP-Mailer überhaupt drin und ich update die ja. Einzelnen. Was schön aufwendig sein könnte. Oder man wartet jetzt und hofft und betet, dass die relativ schnell dabei sind. Also das große Problem ist halt, dass das so kritisch ist, ja. Und also wirklich Remote Code Execution unter dem Kontext von einem Webserver ist halt einfach schon ganz schön scheiße. Weil der Webserver ja meistens die Sachen sehen muss, die du halt auch angucken willst in dieser Webseite. Ja. Ja, also du kannst dir dann die Datenbank und deine Passwortfelder und alles im Normalfall recht leicht ausgeben. Kannst du wegwerfen, neu kaufen direkt. Richtig. Ist das der Grund auch, warum CyanogenMod verschwunden ist? Wurden die einfach? Genau. Hat die dann? Kann jemand da hat jemand direkt mal die Zero Day ausgenutzt und ja, die hat jemand weggemailt. Die wollen es nicht zugeben, deswegen haben sie jetzt die Firma zugemacht. Ja, macht Sinn alles. Ja. Wenn du Glück haben, passiert das bei IBM oder so und dann sind wir die auch los. Sorry, wir müssen leider die Firma schließen. Wir haben ein Problem mit PHP-Mailer. Das war's. Ich glaube, da fragt auch keiner nach. Das versteht jeder. CEO muss das leider announcen. Ist das dann DE-Mail oder so? DDoS-Mail? So, wir mailen einfach die Leute weg. So, Webserver weg. Könnten die das ist die Frage, ob der E-Postbrief da auch von betroffen ist. Ich hoffe doch. Genau. Probiert das doch mal bitte zu Hause aus. Wieso ja? Zu Hause? Ich finde, wir sind hier genau auf der richtigen Veranstaltung, um das zu tun. Ihr dürft das natürlich nicht machen. Genau. Also, guckt doch mal. Die wenigsten Leute, dass der E-Postbrief ein Bash-Script ist, das PHP-Mailer rappt. Das ist es nicht. Und noch ein bisschen Krypto dazu tut. Oder Denk-Krypto dazu zu tun. Ja. Richtig, aber auch wirklich Bash, nicht POSIX. Also ist nicht kompatibel. Ja. Kannst du vergessen. Ja, es wird einfach durch OpenSSL durchgewrappt. Also, richtig, fertig. ohne Set-E oben. Also das läuft schon, aber halt, was rauskommt, ist die Frage. Muss man Glück haben. Ja. Gut, dann kommen wir zu der nächsten traurigen Neuigkeit. Also ihr kennt. Oh Gott. Ja, es sind nur traurige News. Ich kann ja auch nichts dafür. Ihr kennt Amazon Echo oder Echo? Amazon Echo. Ich würde es Echo nennen. Ja. Marc? Wie würdest du es nennen? Na, der ist in Amerika, da heißt es Echo. Echo? Richtig. Ja. Ich nenne die Alexa. Ja, Alexa. Hallo Alexa, genau. Ich darf den Namen nicht sofort sagen, sonst. Kommt direkt Feedback aus dem Wohnzimmer. Genau, der Saal hier kann mal machen, dass das bei Marc gleich was eingekauft wird. Ja. Ich hab die Kopfhörer an. Selbstschutz. ja, dieses Amazon Echo-Ding, was halt die ganze Zeit zuhört und zumindest auf Alexa wartet, auf diesen Namen. Blöd ist natürlich, wenn du in der Familie einen hast, der Alexa heißt. Das hat man ja nicht. Und wenn, dann kauft man sich nicht so ein Ding, oder? Genau, dann kaufst du dir das Google-Teil, weil Alexa geht ja wohl eindeutig nicht mehr. Du kannst das Triggerwort ändern. Echt? Ja. Okay. Hast du auch so ein Ding? Ne, ich habe mich darüber informiert. Aha. Du hast aber kritisch damit auseinandergesetzt und so. Was ist jetzt dein Triggerwort? Ich habe keins. Okay. Schatz. Silnot. Ich habe aber genauso auch gehört, dass... vielleicht erstmal die News und dann wir weiter. Wir müssen ja erstmal erklären, was dann weiter. Genau, Echo was ist da eigentlich also, los? Das ist diese Box, die halt zuhört und jetzt ist in Amerika, also bei dir da drüben, wo genau, weiß ich auch nicht. Hinter ihm direkt auf der gelben Wand. Genau, irgendwo ein Mord passiert dummerweise und in diesem Haus stand... Dummerweise. Ich meine, das passiert ja in Amerika viel, ja, mehr als bei uns sozusagen. Mm-mm. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Haben wir da Statistiken? Haben wir den Chat, der uns das sagen kann?
Naja, wahrscheinlich. Also, ja, wir tun einfach mal so, als würden wir es wissen. Wir wissen das. Also die Amerikaner erschießen sich ständig gegenseitig. Das ist korrekt. Die erschießen sich ständig. Moment, das ist ja kein Mord. Das ist ja alles Selbstschutz, ja? Ja, selbst. Wenn der Postbote da auf dein Grundstück kommt, ja, dann mit dem E-Postbrief, wenn der vorbeikommt. Stand my ground. Ja, der kommt mit dem E-Postbrief. Ja, musst du ja gegen mit dem ausgedruckten E-Postbrief. Sehr gut. Also auf jeden Fall stand in dem Haus, wo der Mord passiert ist, so ein Amazon Echo. Genau. Gerät. Ah, ja, okay, und weiter. Jetzt soll der Mörder halt verurteilt werden und die Polizei möchte gern auf die Amazon Echo Daten zugreifen. Und nicht nur Echo, der hat auch irgendwie so einen Smart Water Meter und die sagen dann auch, ja, als du den wohl umgebracht hast, da hast du ja auch 140 Gallonen Wasser verwendet zu der Zeit, um den Beweis wegzuwaschen. Wie viel sind eine Gallone? Genau. Red mal 4 Liter, 3,4 Liter. Das sehr ist viel Wasser eigentlich. Hat grob geschätzt 500 Liter Wasser verbraucht. Ist er duschen gegangen. Ich weiß gar nicht, wie Badewanne. Oft der sich, also da kannst du schon, was passt so in eine Badewanne? Der war halt mehrfach baden, bevor er ermordet wurde. Oder er hat mit dem Mörder gebadet. Das haben sie wohl auch irgendwie bekommen und jetzt haben sie auch Amazon gefragt, so hey, könnt ihr mal rausfinden, vielleicht hat er ja gefragt, hey Alexa, wie entsorge ich am besten eine Leiche? Dann. Richtig, ja. Weil die Anfrage der Polizei für einfach mitlauschen, das funktioniert, das, so wie ich das gelesen habe, nicht, weil Alexa tatsächlich erst dann Daten aufzeichnet, wenn du das Triggerwort sagst. Und vorher keinen Datenverkehr nachvollziehbar. Da kann man nur hoffen, dass sie Alexa hieß und er hat sie gerufen und sie dann ermordet, oder? Ja gut, aber trotzdem werden zwar keine Daten in die Cloud geschickt und analysiert, aber wahrscheinlich bleibt ja trotzdem auf dem Gerät eventuell was zurück und daran sind sie ja gerade auch. Ja, aber also hätte jetzt so ein Samsung TV gehabt, dann wäre das ja überhaupt kein Problem gewesen. Titzen TV. Oder so eine Xbox oder so. So eine Xbox, die dich ja auch die ganze Zeit abhört. Oder eine Barbie. Für Werbung. Hätte ja nur eine Barbie gebraucht. Dieses Werbungsdings. Da. Werbungsdings. Ja. Die haben doch aufgenommen, um dir Werbung zu geben. Hätte er Kinder gehabt und die Barbie würde im Wohnzimmer rumliegen. Ja, das wäre auch eine gute Sache gewesen. Stimmt. Ja. Das stimmt, aber Alexa, wie viel erwartest du, verbleibt da auf dem Gerät? Ich würde jetzt mal erwarten, wie lange braucht Alexa? Eine Sekunde höchstens. Das heißt, ich würde jetzt als Entwickler nicht mehr als die letzten 10 Sekunden Gespräch auf dem Gerät behalten, analysieren. Wenn Alexa gefallen ist, aktiviere ich mich und stream tatsächlich in die Cloud, um es zu analysieren. Und den Rest schmeiße ich konstant weg. Ja, das ist halt die Sache. Bloß weil dein Mikrofon drin ist, heißt das nicht, dass es die ganze Zeit aufnimmt. Ja. Also hofft man natürlich als Polizei immer, aber ist halt nicht so. Verdammte Technik immer. Gut, Amazon hat ja jetzt auch gesagt, sie speichern es nicht und sie wollen den Daten jetzt auch nicht rausgeben weiter oder sie haben halt nur gesagt, ja, ist halt nicht passiert oder wie auch immer. Oh, jetzt alles in kommt da Post an. In E-Postbrief wahrscheinlich. E-Postbrief ausgedruckt. nicht anfassen, ist Sendmail-Exploit drin. Genau. Ist es trotzdem bedenklich. Also, es macht einem oder sollte einen vor allem dafür sensibilisieren, was diese ganze Technik im Haushalt. Kann man das irgendwie ausmachen? Ja. Es röhrt. Es röhrt ganz laut. Es piept blöd. Die ganze Technik im privaten Haushalt so anrichten kann, nämlich dass man permanent abgehört wird. Technisch ist das denkbar. Hier scheint es nicht passiert zu sein, besonders was die Analysen, was Amazon Echo angeht, vorher behauptet haben, dass es einfach nicht passiert. Ja, aber die Technik ist da. Und wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob vielleicht in Amazon Echo einfach auch in ausreichendem Maße mit VW zusammengearbeitet wurde und die im Prüfstand die Daten nicht in die Cloud gestreamt haben. Prüfstand. Aber immer sonst die Daten in die Cloud streamen. Dem Überwachungssoftware-Prüfstand. Moment, ist Alexa TÜV Rheinland zertifiziert? Würde ich jetzt auch gerne mal wissen. Das müsste man mal hinterfragen. Ja. Aber es ist halt schon, wenn du so ein Gerät da hast, es war einfach nur eine Frage der Zeit, bis das einfach passiert, bis da irgendeine staatliche Stelle drauf zugreifen will und das muss man sich halt immer bewusst sein, wenn man sich solche Dinger ins Haus holt und so schade es ist, also ich würde ja auch gerne so ein komplettes Smart Home haben und dann liest du wieder sowas und denkst, vielleicht auch nicht. Andererseits haben wir ja die Überwachungsmöglichkeit mit den Smartphones schon im Haus. Also da kann jemand prinzipiell technisch gemacht wurde das, remote das Mikrofon anschalten. Ja. Wir haben die Wanzen stetig bei uns. Ja. Also in der Badewanne passen übrigens 200 bis 120 Liter, je nachdem, was du vorhin hast. Und wie viel Gallonen sind das dann? Das heißt, er hat einfach zwei Badewannen genommen. Einmal für das Opfer und dann für sich. Oder er hat ganz schön lange geduscht danach. Das kann auch sein.
Naja. Okay, aber das kann man aus diesem Smart Meter dann herausfinden. Ja, genau. Die Daten sind da, wenn die Daten erstmal da sind, werden sie garantiert auch von Leuten benutzt. Genau, sobald die Daten da sind, werden sie verwendet. Genau. Marc, sollen wir über dein NAS reden? Oder wie ist denn hier dein... Mein Stand ist natürlich fertig. Also ich kann es nicht sehen, weil es auf dem zweiten Bildschirm ist, aber theoretisch ist es fertig. Was sollen wir zuerst machen hier, Leute? Sollen wir erst die Plan 9 Installation nochmal zu Ende machen? Was ist? Ja? Man kann es nicht hören. Nee. Klatschen? Nee, erst NAS. Also das heißt erst NAS. Gut, okay. NAS. Komm. Ja, ich mache das NAS. Ich mach's mal schnell, weil so viel gibt es eigentlich gar nicht. Da könnte man auch eine gute Überleitung machen, oder? Von Badewanne zu NAS. Oh Gott. Ingo, echt, du hast doch eben echt nur an den Cocktail gerochen. Nee, von Badewanne zu Datenwanne, so läuft es. Genau. Macht mehr Sinn. Ich hab mir NAS gekauft. Mir war langweilig, nicht mehr eins gebaut. Ich hatte vorher so ein kleines QNAP und das war eigentlich ganz cool. Aber es war nicht cool genug. Hatte zwei Pestflatten und konnte irgendwie Docker machen und hatte so eine 2 GHz Celeron irgendwas J-CPU, die auch ganz nett war. Aber habe ich gedacht, jetzt... Komm mal, es ist Weihnachten, kannst du ja mal richtig Geld ausgeben. Und ich habe dann irgendwann die Supermicro als Hersteller gesehen. Die sind hier irgendwo auch in der Gegend und haben total viele Hardware, die eigentlich auf Server zugeschnitten ist, die also Sachen hat wie IPMI, also so ein kleines BMC Out-of-Band-Management mit einer eigenen IP, mit einem eigenen Web-Interface. Da kannst du, keine Ahnung, ISO-Dateien über den Webbrowser quasi in dein System mounten, was beeindruckend ist. Willkommen in der Zukunft. Willkommen im 23. Jahrhundert, genau. Und die haben auch eins, das Supermicro X10 SDV mit diesen neuen Xeon-D-Prozessoren. Und Xeon denkst du ja nicht immer, ja, der braucht 8000 Watt und ist dafür aber auch schnell. Es gibt erstaunlicherweise die D1518 zum Beispiel, die haben maximal 35 Watt Abgabe. Und das ist also unter Last. Bedeutet, wenn die so rumeideln, brauchen die gar nicht so viel. Ist also eigentlich eine ganz coole Idee, um in so ein NAS einzubauen. Das habe ich auch gemacht. Diesen Xeon, das Board hat jetzt gerade 16 Gigramm, DDR4 etc. Brauchst du, glaube ich, für die Xeon sogar. Und dann noch so einen kleinen Tower, auch von Supermicro, mit 4 Festplatten einschieben. 4, 6, irgendwo da. Und was ich gemacht habe, weil eigentlich wollte ich nicht so ein Ding haben, das dann unendlich laut ist und ich habe keinen Keller, wo ich das hier reinstellen könnte. Ich habe dann 2,5 Zoll Platten genommen. Oh yeah. Und zwar SSDs direkt. Alles SSDs. Keine Ahnung, warum da SSD steht. Also SSD wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz gewesen. 4 Terabyte SSDs. Er hat ja gesagt, er muss sich zu Weihnachten was Schönes kaufen. Und dass er Geld ausgeben wollte. 4 Terabyte SSD hört sich genau richtig an. Genau, das Root-File-System ist auf SSD und es gibt also eine M2 SATA SSD, die ich daran gemacht habe und es gibt noch, ich habe noch eine 256 Gig SSD für so, keine Ahnung, wenn du Urlaubsfilme downloadest, dass du das nicht direkt auf den langsamen Rost downloadest, sondern dass du das halt irgendwie temporär auf die SSD klatschst und dann nachher irgendwann rüber kopierst. Mhm. Da steckt auch eine drin, aber was ganz interessant war, ist, dass es für 4 Terabyte Laptop Festplatten kosten $100 hier, zumindest in den USA. Ah, verdammt. Und das Komische ist, dass die Dinger $120 kosten, wenn du sie intern kaufst, aber wenn du den externen kaufst mit Gehäuse und USB-Konverter, kosten die nur $100. Aber das ist in Deutschland genauso. Ich verstehe das auch nicht genau. Und du hast Ich glaube, das ist, weil die nicht so heiß laufen und wahrscheinlich nicht so oft kaputt gehen. Mhm. Weil wenn du die im externen Gehäuse hast, dann steckt die nicht irgendwo im Laptop, wo es immer warm ist, sondern vielleicht geht die einfach seltener kaputt. Und was man machen kann mit denen, zumindest diese Seagates, die ich da gekauft habe, kannst du einfach mit einem Schraubenzieher bearbeiten, bis das Ding aufgeht. Und dann steckt da eine ganz normale 2,5 Zoll Festplatte drin, die einen SATA nach USB 3-Connector hat. Und den kannst du abziehen und hast dann die Platte. Mhm. Bedeutet, ich habe einfach Schmeißt den Rest weg, leider. Also ich habe das tatsächlich bei mir auch so gemacht. Ich habe einfach externe Festplatten gekauft, die billig waren und die dann halt aus dem Dings gestrippt und war fertig. Ihr seht schon, warum dieser Kapitalismus einfach zugrunde gehen muss, oder? Nee, wenn es so einen Quatsch gibt, dass du ein Gehäuse kaufst und das dann billiger ist, nur weil du Gehäuse dazu hast, einfach Quatsch. Sag ich doch, der Kapitalismus ist einfach kaputt. Also an der Stelle... Ich glaub wirklich, dass die einfach weniger kaputte Platten austauschen müssen und sagen, ja, dann machen wir die externe billiger, weil die immer schön gelüftet ist, die läuft nicht irgendwie so oft oder so viel, weil die kaum mal jemand ansteckt und dann geht die in den 2 Jahren auch nicht kaputt oder wenn du Garantie darauf hast. Okay. Das Gute ist, dass die Dinger kaum Hitze machen, die brauchen keinen großartigen Strom, die kannst du einfach über das SATA-Kabel betreiben und bedeutet, ich habe mir jetzt einfach 3 gekauft erstmal, so viel Platz brauche ich nicht.
und in so einen kleinen Caddy geschoben, so einen 2x35 Caddy und reingetan. Und was ich am Anfang gemacht hatte, bevor ich nachts zu viel Zeit hatte, ich habe SnapRaid und MergerFS benutzt. Beste Sache. Beste Sache, war auch eigentlich ganz gut. MergerFS ist eigentlich, du formatierst das Ding, ganz normale Partitionen. MergerFS ist so ein Fuse-Dateisystem, wo quasi dann irgendwie deine 2-3 Partitionen als eine Festplatte anzeigt. Genau. Wenn du auf diesen Mount irgendwas schreibst, dann sucht er sich raus, auf welche Festplatte er das im Endeffekt ablegt. Ja. Kannst du irgendwie so die mit dem wenigsten, die, wo am meisten Speicher frei ist, oder wenn der Ordner schon da ist, dann legst du darauf ab. Genau, also normalerweise ist der relativ intelligent dabei, das ist schon ziemlich cool. Genau, das klappt eigentlich. Wobei am Anfang war es ein bisschen doof, ich habe glaube den Default einfach genommen und habe meine Daten vom NAS auf diese neue, auf dieses neue MergerFS-Ding gekopiert. Und das Problem ist, dass ich halt einen Unterordner namens Media habe und dann zwei Unterordner namens Urlaubsfilme 1 und Urlaubsfilme 2. Ja. Und blöderweise hat er dann die Strategie genommen, wo er gesagt hat, ach ja, auf dieser einen Platte ist ja schon Urlaubsfilme 1 da, lass mich mal alle Filme, Urlaubsfilme auf diese Platte kopieren. Ja. Bedeutet, hat er halt am Ende irgendwie 200 Megabyte auf einer Platte und 3 Terabyte auf der anderen. Und musste dann irgendwie so ein komisches Bash-Script bauen, das dann so random hin und her kopiert. Ja, aber dann musst du das unbedingt machen? Also hast du da einen harten so ein Requirement gehabt, dass du das gerne so möchtest? Oder? Weil nee, ich hätte gerne die Last ausgeglichen. Sonst ist die eine Festplatte, die den gesamten Tag lang nur läuft, und die andere Festplatte, die niemals aufgemacht wird, weil da nie Daten drauf sind. Bedeutet, ich hätte das gerne so halb verteilt gehabt. Ja, aber ja, trotzdem ja schon cooler, als wenn alle Platten die ganze Zeit laufen, was jetzt bei diesen ganzen anderen Software-Sachen so ist. Genau, und das ist aber, ich meine, MergeFS gibt dir jetzt noch keine Datensicherheit, bedeutet, wenn eine der Platten weg ist, der Vorteil ist, die andere ist noch da, die kannst du noch lesen, aber die Hälfte deiner Daten fehlt halt. Ja, oder halt was auch immer da drauf war. Genau, da kann dann halt SnapRaid rein. SnapRaid ist quasi wie, also diese ganz normale Paritätsgeschichte, macht irgendwie, was weiß ich, CRC32-Checksummen, wahrscheinlich irgendwas Besseres als CRC32, und macht diese wahrscheinlich so Erasure-Coding, dass du quasi Paritäten auf diesem SnapRaid hast. Da kannst du auch, ganz normale Datei, läuft alles im User-Space. Du kannst dann also sagen, hey SnapRaid, hier sind meine zwei Festplatten, hier ist die Partition, wo die Parität drauf soll, oder die andere Platte, wo Parität drauf soll, bitte mach das mal. Und das kannst dann irgendwie per Cronjob irgendwie jede Nacht machen. Ja. Und wenn dir dann mal eine Festplatte abrauchen sollte, kannst du die andere nach wie vor lesen, weil es ja nur eine normale Partition mit MergerFS. Und du kannst mit SnapRaid dann sagen, hey SnapRaid, bitte rekonstruier mir das doch mal, wenn du eine hast. Genau. Und mach dir halt nicht immer, also du, wenn du irgendwas rüberkopierst und 12 Sekunden später stirbt deine Festplatte, dann ist es halt weg. Aber Urlaubsfilme, man fährt ja nicht so oft in Urlaub. Genau, hat der Mutti immer noch. Das ist ja überhaupt nicht. Richtig. Genau, hast du ja noch das Polaroid. Genau, Integrity ist übrigens Spooky Hash 128-Bit. Sehr gut. Also was Cooles. Nicht CRC32 wie bei ButterFS. Ja. Okay. Marc, das Gehäuse hat 4 Slots. Warum hast du nur 3 Platten reingeschoben? Dass ich für die Zukunft noch mehr mich freuen kann. Das ist super. Man muss sich immer ein bisschen Zukunftsfreiheit. Ich habe jetzt eine SSD, ist auch noch in einem der Slots. Ah. Wobei die SSD kannst du auch irgendwie oben auf dieses Gehäuse drauf machen, brauchst du keinen extra Slot für. Eben, du meintest doch, das ist ein M2. Die braucht doch keinen Slot. Sowohl als auch. Ich habe sowohl die M2 für Screwdrive als auch eine normale SSD für, einfach weil ich es kann. okay. Genau, das habe ich am Anfang gemacht und das war eigentlich ganz cool. Der einzige Nachteil ist, dass es gibt keine gute Möglichkeit rauszufinden, also wenn dir eine Festplatte abschmiert, und SnapRaid dann auf die Idee kommt, ach ja, der Cronjob sagt, ich laufe jetzt mal wieder. Das könnte natürlich passieren, dass der dann die Paritäten total versemmelt. Nee, passiert nicht, weil wenn SnapRaid merkt, dass da fehlt irgendwie alles, dann sagt er nur, gut, ist vorbei. Keine Lust mehr. SnapRaid, also ich weiß, dass es einige Skripte gibt, die du irgendwie copy-pasten kannst, die sagen, wenn sich mehr als 500 Dateien verändert haben, dann nee, also SnapRaid macht das, du kannst mal ausprobieren, einfach deine Festplatte rauszunehmen, also den Mount rauszunehmen und dann nochmal ein SnapRaid zu starten, dann sagt er, nee, ist böse oder so, irgendwas kaputt gegangen. Total gut eigentlich. Ja, aber mehr, du bist weil trotzdem. Ich jetzt ja auf ButterFS umgestiegen bin. Yay, ButterFS! Woo! Finally! Also es ist jetzt für meinen Use Case ist es ungefähr gleich gut oder fast sogar ein bisschen schlechter. Ich habe aber auf der Arbeit machen wir ein bisschen was mit ButterFS.
Und ich arbeite mit dem Typ zusammen, der ButterFS maintaint. Bedeutet, wenn es kaputt geht, muss der ran. Punching Lemma. Dann nimmst du mit nach Hause und dann sagst du, hier, ButterFS kaputt, machen. Nee, ich mache einfach ich mache einen DD-Dump direkt auf den Printer und dann gebe ich ihm den Stapel Papier und sage, hier, bitte, weißt ja, was zu tun ist, schickst du mir die DVDs wieder, ja? Danke. Ist ja seine Schuld, also, ganz ehrlich. Genau. Er hat das verbrochen. Genau, was cool ist an ButterFS, ich habe mir RAID 1 ist ja normalerweise so, ja gut, du hast halt eine Kopie von deinen Daten auf der anderen Festplatte irgendwie. Ja. Aber bei ButterFS kannst du das auch über mehrere Platten machen und die können auch unterschiedliche Größen haben. Ja. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich wollte nie so diese RAID, selbst ZFS, du kannst deine Z-Pool irgendwie nicht growen, sondern du musst irgendwie neues. Ja, du musst alles neu machen, ja, ja. Und das ist mir zu kreblich, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ButterFS kannst du unterschiedliche Größen haben. Es ist recht einfach, die Dinger zu expanden. Und aktuell habe ich jetzt halt Kapazität statt irgendwie 8 GB, was ich vorher mit der SnapRaid-Lösung hatte, habe ich jetzt halt noch 6. Terabyte, ja. Was jetzt bei mir auch nicht so das Problem ist, weil irgendwie Platz ist noch da. Ich finde es ganz gut. Ich muss mich nicht irgendwie mit diesem MDADM irgendwie auseinandersetzen. Ich muss nicht irgendwie LVM aufsetzen, sondern ich kann einfach direkt die Platte, ohne zu partitionieren, formatieren. Sag dann hier, ButterFS, pack das doch alles mal in ein RAID 1. Und selbst wenn ich dann keinen Bock mehr drauf habe, das zu konvertieren. Also ich hatte am Anfang, die Migration ging ganz gut, weil du einfach eine Partition machen kannst. Also die Parität-Partition habe ich gelöscht. Habe gesagt, hier ist jetzt ButterFS, 4 Terabyte. Dann habe ich einfach von MergeFS alles rüberkopiert, ohne Redundanz, und dann einfach nachher gesagt, okay, und jetzt nimm zu diesem ButterFS noch die 2 originalen MergeFS-Partitionen, kopiert die ganze Nacht und ist fertig. Ja, ich glaube, wenn du X4 genommen hättest, dann hättest du es direkt konvertieren können, ohne irgendwie Schmerzen. So habe ich das. Ja, aber das willst du auch. Habe ich am Anfang überlegt, aber willst du, glaube ich, nicht. Also nee. Da gibt es irgendwie Sachen, die besser sind, wenn du es direkt ButterFS machst. Ja, also gleich richtig, genau. ButterFS machen. Also, was. Nächstes Jahr ist ja das ButterFS dann. Spreadet der dann das Volume über die Platten oder wie läuft die Spiegelung? Also wie habe ich da eine Ausfallsicherung drin? Der macht für jeden Block, den du schreibst, kopiert er quasi denselben Block auf eine der anderen 2 Platten und der macht das, keine Ahnung, Round Robin oder wie auch immer er will. Aber du kannst jetzt auch unterschiedlich große Platten reintun. Also wenn ich jetzt noch statt dem 4-Terabyte-Ding aus irgendeinem Grund noch eine 8-Terabyte-Platte reintue, dann hast du halt von jeder Platte immer die Hälfte deiner Kapazität zur Verfügung. Ja. Bedeutet, von der 8-Terabyte-Platte hast du dann nur 4 und der kopiert dann halt hin und her, kannst du ButterFS Rebalance sagen, kannst sagen, hier, mach mir doch mal bitte. Das heißt, selbst wenn ich extrem viele unterschiedlich große Platten habe, habe ich in Summe immer noch die Hälfte der Gesamtkapazität zur Verfügung und bin nicht auf die Hälfte der kleinsten Platte beschränkt. Genau, so habe ich das verstanden. Was anders ist, als es bisher war. Es gibt Rechner, wo du eingeben kannst, wenn du hast die und die und die Festplatte, die Größen, du willst einen RAID 1 oder RAID 10 ButterFS haben und dann rechnet der aus, was die Gesamtkapazität ist. Okay. Aber es ist natürlich einfacher, wenn die alle gleich groß sind. Ja, aber es ist für Recycling von alter Hardware und so alte Festplatten fallen einem ja manchmal auch zu, weil die Leute reihenweise ihre Festplatten durch SSDs ersetzen. Ja. Aber was nicht zu empfehlen ist, ist da jetzt noch eine 500 GB Festplatte oder sowas reinzupacken. Also da solltest du dann. Weil das Ganze arg ausbremst oder warum? Weil du dann halt wirklich weniger Platz hast. Also wenn du so einen Use Case hast, dann würdest du auf jeden Fall besser mit MergeFS laufen, wirklich. Also dann machst du, nimmst du quasi deine ganzen Festplatten, machst die irgendwie zusammen, ist ein Overlay und dann wirfst du da halt Daten drauf und der macht dann halt automatisch, dass es irgendwie verteilt ist. Okay. Also, du musst halt bei SnapRaid muss dann natürlich irgendwo so viel Platz haben, dass die, keine Ahnung, also die größte Festplatte sollte quasi deine Parity-Platte sein, dass alle anderen da auch drauf passen. Genau. Aber also prinzipiell ist es auch kein Problem, du kannst auch dein Parity verteilen und alles. Also mit SnapRaid hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwie deine Redundanz zu machen. Auch wenn du sagst, okay, ich habe keine Lust auf Redundanz mehr oder keine Lust jetzt für die nächsten 2 Terabyte Redundanz zu machen, dann wirfst du einfach deine Redundanz weg und hast dann auf einmal den Platz wieder frei und dann kannst du halt irgendwas raufwerfen und irgendwann, wenn du sagst, okay, ich hätte jetzt gerne wieder Redundanz, dann aktivierst du es halt einfach wieder. Das ist auch recht gut. Also du kannst dann auch sagen, hier, ich hätte jetzt gerne keine Datenredundanz mehr, sondern nur Metadaten, dass ich zumindest irgendwie die Dateinamen noch habe verteilt. Ja. Genau. Das Problem ist ein bisschen, ButterFS RAID 10 würde mir ein bisschen bessere Auslastung geben, also ein bisschen mehr Speicherplatz, nicht nur die Hälfte, sondern
ja, ein bisschen mehr. Aber da brauchst du mindestens 4 Platten für. Und für RAID 5 und 6 ist ButterFS komplett kaputt. Also das hatten die drin und dann haben sie gesagt, ja, es könnte passieren. It's complicated. Ja. Nee. Ja. Wobei sie sagen, dass es bei RAID 5 und RAID 6, also kann passieren, dass der irgendwie die Parity falsch schreibt. Aber auch nur in irgendwie ganz obstrusen Möglichkeiten, wenn du irgendwie einen Crash hattest, direkt während da irgendwie so ein RAID 5 Write-Hole offen war und was weiß ich was. Also trotz allem, allein die Chance, dass das ein bekanntes Problem ist, das will man nicht, oder? Das korrekt, ist so, ja. Einfach nicht machen dann. Im Normalfall wirst du das nicht und gerade wenn... Ja. Ja. Also die Performance sagt auch, also letztes Mal, wo ich das ausprobiert habe, war halt einfach die Performance von RAID 5 so kacke, dass ich es einfach gelassen habe. Ja. Wobei man sagen muss, die neuen Kernel wurden alle besser. Also ich habe jetzt bei mir einen 4.8er Kernel auf dem NAS laufen. Ja. 4.9 ist jetzt ja raus. Muss ich mal schauen, wann da die... Ich habe Ubuntu installiert, leider, weil es faul war. Bei mir läuft hier schon. Gestern geupdatet auf 4.9. Ja. Ja. War das die Geschichte, wo du dann hinterher auch so ein bisschen geflucht hast, weil irgendein Kernel-Modul irgendwas zerschossen hat? Nein, das kann gar nicht sein. Okay. Neuer Kernel, immer alles gut. Es wird immer alles besser. Ja, gut, dann lieber zurück zum NAS. Lass uns über die schönen Dinge reden. Genau. Also Storage haben wir jetzt, ButterFS ist jetzt drauf, ist ganz gut, Kompression ist ganz, ganz lustig, bringt jetzt nicht so viel, aber gerade bei diesen kacklangsamen 2,5 Zoll Platten ist es sinnvoller, dass du ein bisschen CPU investierst, gerade mit dem Xeon habe ich ja massenweise, anstatt dass du da großartig I.O. machst, weil der, wie gesagt, langsam ist. Ja. Das ist auch so einer, der glaube ich, ein bisschen einen Vorteil hat. MergerFS wirst du niemals dieses Striping kriegen, dass du quasi von zwei Platten gleichzeitig lesen kannst. So. Aber ja, das ist so der einzige Nachteil, den du da wirklich hast. Okay, sehr gut. Gut. Ja, außer ich meine, du kannst dann, wenn du mehrere Dateien kopierst, könntest du theoretisch, wenn du die parallel kopierst, Glück haben, aber eher nicht. Was ich auch noch gemacht habe, ich habe gedacht, ja, auf diesem NAS vorher, diesem QNAP, habe ich alles in Docker laufen gehabt, dass ich, QNAP hat irgendwie so, ist zwar Linux, aber ist irgend so ein Krepel-Linux mit Q-Package, irgend so ein komischer Paketmanager, nicht richtig funktioniert, dann ist es einfacher, das Ganze in Docker laufen zu lassen, auf irgendeinem Alpine oder irgendwas, keine Ahnung, irgend so ein Basiscontainer, der halt anständiges Linux hat. Und ich habe die einfach rüber migriert, lass jetzt auch alles in Docker laufen auf dem neuen und dass du nicht immer nur Kommandozeile machen musst und da habe ich mir mal Portainer angeschaut. Das ist so ein Web-UI, was auch lustigerweise in Docker selber läuft und dann über die Docker-API dir quasi sagt, welche Container laufen. Du kannst die Log-Dateien einfach über die Webseite kurz durchscrollen mit Live-Ajax-Updates und alles Mögliche. Ist eine ganz coole Sache und kannst dann auch über Portainer, glaube ich, so Sachen machen wie, keine Ahnung, alle Parameter einschauen, die dein Container hat. Du kannst dir eine Shell zusammenklicken. Also auf der Webseite sagst du, ich würde gerne in diesen Container gehen. Und dann sagt, okay, hier hast du so ein HTML5-Shell-Ding, wo du Zeug eintippen kannst. Das ist ganz nett, so okay, als Utility. Okay, wir müssen unbedingt weitermachen. Ja. Wir haben nämlich irgendwie das war's auch mit dem NAS. Ja. Oh, sehr gut. Also Portainer ist eine schöne Web-Variante von einem Kitematic, fand ich. Alles okay. Mehr angeschaut. Genau. Ja. Okay, sehr gut. Okay, genau, dann also, machen wir jetzt nochmal Play 9. Können wir nochmal einmal umschalten hier? Einmal umschalten, bitte. Mal gucken, ob das funktioniert. Genau. Ich würde mich hier auch ausklinken, weil jetzt ist nach 10, bedeutet, so langsam müsste ich auch mal zur Arbeit. Okay. Papp oder Papp. Dann, okay, Damen und Herren, es hat mich gefreut. Ja, vielen Dank, dann, Marc. Genau. Also. Viel Spaß bei der Arbeit. Grüß nach Kalifornien und. Mach ich mal. Einen guten Rutsch. Ja, yeah. Guten Rutsch. Also. Genau. Tschüss. Dann nochmal einen Applaus für Marc. So. Und wir gucken. Ich höre mich anders. Jetzt ich mich jetzt irgendwie anders. Wir gucken weiter, okay. Wie unser Plan 9 aussieht. Und okay, also mal, Plan 9 ist quasi fertig installiert. Ja. Das ist der Grund, warum da steht Not Running. Weil. Ist bestimmt super. Oh, invalid. Ja. Ich hab da schon was vorbereitet. Kein Problem. Ja. Also ich habe, glaube ich, vergessen, den Masterboot-Record noch zu schreiben oder so, aber das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig für so ein System. Genau, dann nehmen wir einfach die Maschine, die schon geht, weil so. Ja. Boom. So, jetzt muss es halt irgendwo erscheinen. Doppelklicken. Doppelklicken, doppel anklicken. Doppelklicken? Ja. Oh yes. So, was man hier sieht, ist quasi der Bootloader. Hier sagt man, von was er booten soll. Fossil. Von Fossil, natürlich. Und User ist Glenda. Ist wichtig, weil ansonsten passiert nichts. Also man muss Glenda eingeben, ansonsten kriegt man kein gutes Pfund. Woo! Wahnsinn! So. Rio.
Genau, der Window Manager ist Rio. Der funktioniert so, dass du quasi, um den benutzen, damit du den benutzen kannst, brauchst du drei Maustasten. Ansonsten bist du ein bisschen gefuckt. Das ist so wie in frühen X11-Systemen. Ja. Da gab es auch, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, aber so die ersten Gehversuche mit Linux, da ist man auch mit sowas konfrontiert genau. worden. Genau, also jetzt gucken wir, ob ich da auch die Maus reinbekomme. Ah, sehr gut. So, ich habe jetzt hier meine tolle, schicke Maus, die man sogar von weiter weg sehen kann. So, und was ich jetzt mache ist, ich werde jetzt zuerst mal ein neues Window erzeugen, also eine neue Shell. So, und da ist sie schon da. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass Netzwerk funktioniert, wenn das funktioniert. So, was man dafür machen muss, ist ganz einfach, IP-config. Und dann, für IP-config ist quasi der Standard, dass du ein DHCP bekommst. Okay. Und jetzt kann man das mit cut, shit, proc, net, na, habe ich mir ja natürlich nicht aufgeschrieben, was ich machen muss. Das ist gut. Tab completion? Tab completion gibt es leider nicht. zu viel Erwartungen. So, ist ja auch egal. Ich habe jetzt hier jedenfalls eine IP-Adresse. Sag's einfach so. Ich kann mal hier Google Ping. Oh. Warte, kein Problem. IP Ping, weil alles ist mit IP Slash, aus irgendeinem Grund, weil es ein Netzwerk ist, und dann geht es hier bestimmen. Oh! Wow. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich das Konto zähle, deswegen mache ich mir einfach eine neue Shell. Alles überhaupt kein Problem. Und, warte, Und jetzt mache ich hier eine neue Shell, während dahinter noch der Ping läuft. So, das zweite Feature. Ich habe ja gesagt, alles ist eine File. Und ja. Entsprechend hast du auch die Möglichkeit mit Plan 9 einen FTP-Server als File in dein System reinzumachen. Das kennt man natürlich von Fuse, aber das ist natürlich nur so reingelogen. Und hier mit FTPFS hast du die Möglichkeit, das wirklich zu mounten. So, was wir dann jetzt machen wollen, ist hier FTPFS means anonymous 151.2.7. Das ist jetzt hier irgendein FTP-Server auf dem Kongress, ja, oder? Ja, natürlich, der nur Linux-Distribution anbietet. So. Genau. Mach bitte kein LS auf dem. Das wird wahrscheinlich sonst peinlich. Das. So. Okay, jetzt hat er das quasi reingemountet in NFTP. Perfekt. Ja, also okay, alle Linux-Distributionen, die man braucht, die E-Books-Linux-Distribution, die Movies-Linux-Distribution. Und die Musik ist nur freie Musik. Die freie Musik-Linux-Distribution und natürlich auch die freien TV-Show. Ja, das sind die Aufzeichnungen von hier. Ja, genau. Ganz klar. Also es geht wohl auch DNS. Also ich habe jetzt gerade die IP-Adresse benutzt. Es geht wohl auch DNS mit NDP-CS und NDP-DNS-E. Und jetzt kann ich ping-google.de machen. Oh, IP-Ping. Ping Google.de. Und go. Oh, geht nicht. Also es geht wohl DNS. Also vielleicht. Theoretisch, ja. Genau, was man jetzt natürlich noch machen kann, dadurch, dass ja auch quasi das System selber eine Datei ist, kann man hier auch Echo Panic Dev Reboot und bam, crashed. Sehr gut. Okay. Und genau, das ist jetzt meine kurze Einblick in Plan 9. Natürlich gibt es dieses ganze verteilte Dateisystem-Zeug und das ist alles total super cool. Das Problem ist halt, es ist halt schon so lange nicht mehr weiterentwickelt und es gibt halt nur irgendwie 3 oder 4 Leute, die das wirklich machen. Es gibt auch irgendwie 3 oder 4 Derivate, die Plan 9 machen. Plan 9 Next oder so Plan 9 irgendwas. Und das Ziel bei der Weiterentwicklung wäre, das Konzept, alles ist eine Datei, einfach konsequent durchzuziehen. Genau, sehr, also maximal konsequent, das ist genau das Ding. Also wirklich im Gegensatz zu Linux, wo es halt die meisten Sachen eine File sind, alle Sachen eine File sind. Zum Beispiel auch Google ist dann halt eine File, die du dann mounten kannst und so. Und das ist genau der Plan. Genau. So, jetzt okay. Das nächste Betriebssystem. Genau. Haben wir dafür noch Zeit? Ich kann. Genau. Ja. Hast du, wenn du das vorbereitet hast, dann mach ich. Ja, ich habe als Gegengewicht zu diesem ganz krassen Forschungs-OS, nenne ich es mal, habe ich ein System rausgesucht, was vom Namen her vielleicht zum Event her passen könnte. Chaos. Chaos. Und zwar ist das eine Distribution, die eine KDE-Distribution. Genau, ist es nicht die Und wir starten jetzt mal die Live-CD.
Die ist relativ gut gepflegt, diese Distribution, hat ein aktuelles KDE mit dem aktuellen Plasma-System drunter, basiert auf einem Ubuntu und hat sich auf die Fahnen geschrieben, dieses KDE eben in maximal benutzerfreundlicher Variante zur Verfügung zu stellen. Der Bootvorgang, wie es sich für eine Live-CD gehört, simuliert angelehnt an die Geschwindigkeit von einem CD-Laufwerk. Deswegen baut sich hier langsam das User-Interface auf. Oh, wie es abgeht, das ist schon geil. Wie es abgeht, das ist absolut beeindruckend. Ich bin, bevor ich zu diesem Gerät gekommen bin, begeisterter KDE-User gewesen und dem Projekt immer noch sehr zugetan. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich auf diese Distribution gestolpert bin, weil Kubuntu leider lange nicht so gut gepflegt ist, wie es gepflegt sein sollte. Und man kommt hier in klassischer Weise direkt zu dem Bootmenü, wo man, oder zu dem Menü von der Live-CD, wo man den Desktop ausprobieren könnte oder direkt mit der Installation fortfahren kann. Sieht ja schon schick aus, da kann man ja nichts sagen. Ja, sie geben sich Mühe, das ist auf jeden Fall der Fall. Es ist auch stets bemüht, annehmbar übersetzt. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass es in der Installationsroutine direkt den Button bekannte Schwierigkeiten gibt. Ja, wie sollen sie auch unbekannte Schwierigkeiten herausfinden? Was Hoffnung gibt, ist, dass wenn man draufklickt, landet man auf der Website, die nur vier Probleme auflistet. Also so schwerwiegend ist es dann vielleicht doch nicht. Sind die problematisch, diese Probleme? Oder? Nein, es sind eher so Randprobleme. Ach so, nenne ich es mal. Randgruppenprobleme. Also, Randgruppenprobleme, genau. Dann gibt es einen Installer, durch den man dann durchwandern kann, wie man es sich wünscht. Festplatte löschen, auswählen, alles gut, Festplatte. Ja. Mach mal Festplatte löschen, das läuft. Das läuft eigentlich am besten. Perfekt. Ja, genau. Und hinterher ist alles komplett mit XSF formatiert und für KOS verfügbar. Oh, jetzt muss so viel eingeben. Ja, das war ja schon einfacher bei Flatline. Wie du gesehen hast, man tippt in einem Feld und er füllt direkt drei aus. Also Benutzerfreundlichkeit steht hier ganz vorne. Tja. Genau, okay. Also ich finde es ja benutzerfreundlicher, wenn man einfach nur Glenda als User hat, muss ich sagen. Zum Schluss nochmal eine Zusammenfassung und dann der Button jetzt installieren. Wahnsinn. Schon läuft. Läuft. Sehr schön, aber es sieht auch schick aus. Ja, es ist auch eben dadurch, dass Ubuntu drunter liegt, hat es einen soliden Kern. Es steht alles an Paketen zur Verfügung, was man sich wünscht. Würdest du es deiner Mutter empfehlen? Ich würde es mal einem intensiven Praxistest unterziehen, ja, definitiv. Also im Moment ist es ja Mint sehr häufig das Linux, was man dem Normalverbraucher am besten anbieten kann. Hier mit KOS, doch, es ist gepflegt, es ist aktuell. Ja. Intensiv testen. Sehr, sehr cool. Ist eine Alternative. Sehr schön. Jetzt, während die Installation läuft, gebe ich vielleicht mal erstmal an Ingo und wir schauen uns gleich das fertig installierte KOS an. Sieht ja hoffentlich genauso aus, oder? Müssen wir mal gucken, ob das. Das weißt du noch nicht so genau. Ich habe wenigstens versucht, schon mal zu installieren. Ich wollte ja eine authentische Installation-Experience bieten hier. Ja, das ja, meine ist ja wohl sehr authentisch gewesen. Okay. So, das Pad. Jetzt sieht sehr man hier gut. Das Pad, ja, genau. Ich, habe einfach hier die Live-CD gestartet. Ich glaube, ich mache auch nicht mehr. Es ist einfach nur der Gag. Und wer uns schon ganz lange hört, wird auch wissen, dass wir schon eine Geschichte mit Henna und Henna Linux haben. Ja. Also zumindest wir zwei hier. Wir zwei hatten eine Geschichte, das ist korrekt. Genau. Ja, aber es ist schön, dass es noch funktioniert. Ja, und da sieht man, das ist ein altes KDE 4 noch. Ja. Wird es noch weiterentwickelt? Nee. 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 Das hat auch einfach ein schönes Farbschema. Das ist einfach grandios. Doch, irgendwie passt. So. Doch, sehr, ich sehr schön. Würde hier was passieren? Es müsste theoretisch. Oh ja. Ja, continue. Yeah. Wir werden gehackt, kein Problem. Forever. Continue. Ja! Okay, also theoretisch funktioniert ja auch das Netzwerk drin. Also es ist einfach... It just works. Ja, genau. Certificate has expired. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch, muss ich ja sagen. Naja, ich mir ein bisschen Gedanken machen. Die Frage ist, was der expired ist. Ja, genau, die Root-CAs in dem Ding sind halt... Also ich meine, das ist seit 5 Jahren irgendwie nicht mehr weiterentwickelt worden. Nee, aber das Zertifikat darf ja nicht expiren. Na, doch, das Zwischenzertifikat, das hier benutzt wird, ja, wird wahrscheinlich expired sein. Und dann würde er halt das nicht mehr überprüfen können. Also wäre halt noch so, also es sieht einfach wahnsinnig genial aus. Also ja, also ich finde es ein bisschen nervig, dass das Lila nicht das gleiche Lila ist wie auf dem Hintergrund. Das stört mich etwas. Ja.
Okay, jetzt aber sonst, erstmal wieder rauskommen. Sonst ist sehr, sehr schick. Also okay. Kann man auch noch installieren oder ist das, geht es dann einfach nicht mehr? Ich habe es jetzt nicht ausprobiert tatsächlich. Es ist tatsächlich nur die Live-CD, die halt automatisch gestartet ist jetzt, während ich das hier kurz vorbereitet habe. Wir können noch, ich kann das jetzt mal hier zumachen. Und sehr gut. Wo ist meine Virtual Machine Dingsy hier? Hast du? Ich wollte eigentlich noch Archherd ausprobieren und habe das gestern versucht und es hat sich einfach nicht installieren lassen. Was, deswegen, wie weit bist du denn gekommen? Ja, bis zum Booten. Da war schon ging. Kannst du es mal booten? Dass wir hier vielleicht Archherd User haben, die uns dann direkt supporten können. Oder uns auslachen, eins von beiden. Also. Ich glaube, gut, jetzt sagt er. Ja, das ist okay. Oder kannst du ja kurz CD reinmounten? Da, IDE CD-ROM, genau. Lass ich kurz gucken, wo ich die habe. Da, nee. Distros? Debian. Ja, das sieht sehr gut. Ja, nee. Es war die, glaube ich. Ja. Genau. Und go. Wir müssen erst einmal nochmal ausmachen. Mm. Und go. Komm schon, jetzt. Und dann nochmal starten. Das ist not running. Ja, jetzt aber einfach auf Start drücken, genau. No bootable. Ja, aber du kannst kurz die CD aussuchen. Ja, das macht er mir hier gerade nicht. Ist nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Zum Glück haben wir ja noch ein paar andere Sachen, über die wir reden wollen. Ja, und zwar, was denn unser Ich muss halt einfach die Bootreihenfolge an. Nee, ja. Doch. Du wolltest Haiku zeigen. Haiku kann ich auch noch gleich zeigen, genau. Das ist einfacher als das. Das ist auf jeden Fall etwas, was sich installieren lässt. Also hier, Archherd, ist total gut. Oh yeah. Also ich finde, das läuft super. Okay, genau. Und dann sagt er aber schon, no such device. Er hat die CD, die ich gerade ihm vorgeschmissen habe, einfach nicht gefunden. Ja, von der er gerade gebootet ist. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau. Na gut, dann ist das unser Archherd Experience quasi. Ja, funktioniert nicht, aber weitermachen. Herd ist gerade in der neuen Version rausgekommen, 0.9. Also ihr seht, das läuft. Dann wird 2017 nicht nur ja von ButterFS, sondern auch von Herd. Also ja. 0.9 auf dem Desktop. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, dann nicht Verbindung, sondern nur neue Maschine hinzufügen. Genau. Ist schon die Installation fertig von dem anderen Ding? Ist installiert. Ist installiert noch? Ja. Okay, ja. Dann machen wir jetzt hier noch schnell ein Haiku. So, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben 10 Minuten nur noch. Genau, wo war jetzt... Was ist dein Mimimi, während du da weiter drückst? Oder kannst du gerade nicht reden? Vielleicht soll ich hier... Auch Markus. Hier erkennt er das natürlich nicht. Und jetzt sagen wir mal einfach mal... Boah, gehen wir schon zum Mimimi? Ja, wir machen das einfach parallel. Ja, okay. Also ich habe nur Picks. Ich habe heute nicht zu jammern. Du hast gar nicht zu jammern? Dann sag doch mal deinen Pick. Ich picke die deutsche Variante vom Raspberry Pi. Kurzer Flashback. Der Raspberry Pi ist ja ins Leben gerufen worden, um möglichst günstige Hardware zur Verfügung zu stellen, um den Leuten die Sache mit dem Computer zu erklären. Mhm. Da gibt es jetzt ein deutsches Projekt zu. Das nennt sich Calliope. Und Calliope ist auch eine kleine Platine mit einem LED-Feld drauf, wo das Ziel hat, also die Platine, das Projekt hinter der Platine hat das Ziel, diese Platine in alle Grundschulen zu bringen und den Kids möglichst früh schon eine Grundbildung im IT-Kontext zu geben. Mhm. Es gibt dazu eine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next und einen recht ausführlichen Artikel in der Zeit. Über den ist es dieses gleiche Ding, was auch in den UK war, oder war das ein anderer? Nee, so wie ich das gelesen habe, ist das hier ein Projekt, was sich wirklich auf das deutsche Bildungswesen fokussiert. Okay. Extra deutsch. Also warum? Also was ist das anders? Ist es irgendwie? Also ich meine, das ist ja nur eine Hardware-Plattform. Wie kann das deutsch sein? Na, ich glaube, das Projekt, wie es aufgezogen wird und dass man sich darauf fokussiert, die Förderung von dem Bundesministerien vom Bund zu bekommen und sehr, sehr gut. Sich damit auseinanderzusetzen, wie man die Lehrer hierzulande überzeugen muss, damit das tatsächlich in den Schulen landet. Okay. Das ist deutsch. Das ist international zur Verwendung kommt, glaube ich, ist nicht eingeschränkt. Ja, okay. Alles in der klar. Zeit, wenn du das kurz erklärt hast, habe ich Haiku installiert. Das war echt schnell, also da kann man nicht sagen, das war irgendwie, keine das Ahnung, 10 Sekunden oder ja. so. Wahnsinn, ja. Ist es jetzt überhaupt von der Festplatte gebootet? Ja, er ist von der Festplatte gebootet. Oh yeah. Sonst würdest du hier den Installer noch sehen. Warum ist denn Haiku cool? Was ist überhaupt? Also es sieht einfach schön aus. Ja, okay, aber kann es irgendwas? Das ist der KDE1-Theme, oder? Sieht das nur so aus? Eher so Gnome-Zeug, oder? So altes. Ist natürlich ein offenes BOS. Also ich weiß nicht, wer kennt BOS? Ja, zwei Leute. Vier Leute, fünf, sechs Leute, okay. BOS war ja mal
gehandelt als Nachfolger von macOS und dann haben sie ja irgendwie... Nachfolger? Ich hatte das als absolute... Das war doch der ultimative Kickstart für Multimedia auf dem PC. Genau, das war das Multimedia OS, wurde von, ich glaube, einer britischen Firma entwickelt und war halt so in der Zeit... Apple hat ein neues Betriebssystem gesucht und war ein Kandidat von denen, die sie hätten kaufen können, aber sie haben ja dann Steve Jobs sich zurückgekauft mit Next, aber das war hier so eine Idee. BOS ist dann pleite gegangen und es gibt natürlich einen Open Source Nachbau davon und das ist Haiku und ja, also es ist, du hast ja gesehen, wie schnell die Installation jetzt gerade war, einfach wahnsinnig schnell, soll sich auch auf alten Rechnern gut bedienen lassen. Es gab eine Zeit lang auch mal eins auf BOS basierendes kommerzielles Betriebssystem, dieses Zeta, wo dann irgendwie die Rechte nicht ganz klar waren und sowas. Ja, weiß ich nicht. Aber hier, auch hier müsste ich einfach was eintippen können und ja, wir sehen, funktioniert. Habe ich noch Web drin und ja, leider niemand, der mir die Werbung blockt. Ein paar vorinstallierte Programme sind dabei und man kann damit rumexperimentieren, kann wohl auch so ein paar Ext-Sachen lesen, also Linux-Dateisystem und sowas. Kann man mal mit rumspielen. Also es sieht auf jeden Fall schön aus. Es sieht schick aus, da kann man nichts sagen. Und ja, scheint auch zu funktionieren soweit. Also es gibt auch tatsächlich jährlich immer noch eine Begeistert, also eine Konferenz, die sich dem Thema BOS und Haiku widmet. Die fand auch im Oktober dieses Jahres wieder statt. Also es gibt tatsächlich, müsste ich auf die Webseite gehen. Auf diesem Kontinent oder ja, auf dem Deutschland. Ach, nee, in Deutschland. Fand die Stadt, in irgendeiner Jugendherberge. Okay. Also es gibt immer noch Leute die sich damit beschäftigen. Was ist? In irgendeiner Jugendherberge. In irgendeiner Jugendherberge, ja. Alles klar, in der Zwischenzeit ist es bei mir auch alles fertig. Ja, oho, so, willst du es nochmal kurz zeigen und dann müssen wir uns nochmal kurz als genau. Hab ich noch einen Pick? Hast du noch? Oh ja, darf ich das im Öffentlich-Rechtlichen sagen? Was? Also ich hab einen... Ja, pick das gleich. Kurz noch abschließend zu Calliope. Das ist also ein Projekt mit einer Crowdfunding-Kampagne. Uns fehlt offensichtlich die Zeit, da ausführlich drauf einzugehen. Ich kann nur empfehlen, sich die Kampagne mal anzuschauen. Ich fand es echt spannend. Und wenn man das Board zum Spielen haben will, ist auch der kleine Beitrag in der Kampagne gar nicht mit 30 Euro gar nicht so hoch. Eher in dem Scope von dem Raspberry Pi. Sehr schön. Okay. Ich wollte eigentlich noch über Sticker machen heulen, aber das müssen wir dann in der nächsten Sendung machen. Gott, wir haben viel zu wenig Zeit. Wir haben Binärgewitter-Sticker und Radetux-Sticker, wenn die jemand haben will. Ich verteile nachher noch welche oder vielleicht war da auch beim Hörertreffen und habt schon längst welche. Dann heule ich nächstes Mal noch drum. Keybase.io. Wer weiß noch, was Keybase.io ist? Alles ist fertig. Alles ist fertig. Alles gut. Ist fertig. Chaos beendet die Installation mit Alles ist fertig. Wir probieren den Reboot. Bootet. Okay, während der rebootet, sage ich noch, Keybase.io hat jetzt irgendwie eine GUI, war ein bisschen schimmelig, startet jetzt mit irgendeiner komischen GUI hier, die irgendwie bla ist. Das ist ja, du kannst ja dann deine Keys da hochladen und dich vernetzen oder so. Ja. Ich habe dann gestern Abend auf GitHub gesagt, geht nicht. Und dann kam noch irgendwie die Meldung, ja, wenn du so machst, geht's. Hat tatsächlich funktioniert, konnte ich mich irgendwie einloggen, jetzt habe ich irgendwie 14 neue Invites. Also falls jemand irgendwie auf Keybase.io noch wartet und haben will, ich habe Invites nochmal bekommen. Ich weiß zwar nicht, wer das noch braucht. Keybase.io, da habe ich gestern auch einen Invite für bekommen, da habe ich mich dran erinnert, da habe ich doch irgendwann mal schon mal mich angemeldet, habe kurz geguckt, ja, das war 2014, habe seitdem nicht mehr drauf geguckt und mich dann gefragt, was ist denn jetzt eigentlich so Neues? Sie haben jetzt wohl neu 10 Gigabyte freien Speicher. Genau, sie haben jetzt so ein Filesystem, wo du irgendwie Kryptosachen untereinander ablegen kannst, verteilen kannst. Total praktisch. Ja, genau, so. Chaos ist neu gestartet, wir haben einen Login-Screen, der sehr modern schlicht aussieht. Wir loggen uns ein und bekommen hoffentlich eine schöne, schicke KDE-Oberfläche. Sehr schön. So. Offiziell. Also genau. Ich hab auch noch einen Pick. Ja, dann mach den Pick noch. Der bootet ja noch lang. Man sieht, also im Gegensatz zu meinem Haiku ist das ja sehr schnarch langsam. Ja, das könnte an deinem MacBook liegen. Das ist mein MacBook. Ja. Das ist VirtualBox. Ich würde das jetzt unter gar keinen Umständen KDE anlassen. Okay. Also das war ziemlich schnell jetzt. Ich habe ja auch mein anderer Desktop ist ja ein KDE, von daher passt das ja. Ja. Du wolltest noch deinen Pick schnell machen? Genau, ich wollte noch picken, das inoffizielle Clouded Cost Support Wiki. Die URL lese ich jetzt nicht vor, aber da kann man draufdrücken.
da ja, sitzt. Und was passiert da? Und dort, wenn man, also ich habe gesagt, Cloud Cost ist ganz schön billig und ganz schön kacke eigentlich die ganze Zeit. Und hier werden quasi immer die Probleme zusammengezeigt, quasi, wie man vielleicht auch bestimmte Probleme lösen kann, ohne ein Support-Ticket aufmachen zu können, was nicht beantwortet wird. Sehr, sehr gut. Okay. So, ich sage ja, 1,5 Stunden ist einfach zu kurz für unsere viel, Sendung. Viel zu kurz. Wir haben jetzt ein paar Sachen weggelassen, müssen wir mal gucken, ob wir das in der nächsten Sendung machen. Dann bleibt mir, glaube ich, nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an das Sendezentrum, dass wir hier senden dürfen. Vielen Dank an euch, dass ihr da wart und uns zugehört habt. Und ja, genau, vielen Dank an Ulrike und Martin, die hier beim Sendezentrum dabei waren und alle anderen auf Videoengel und die uns gefilmt haben und sowieso und überhaupt. Vielen Dank an euch beide. Ja. Vielen Dank auch für die Einladung. So, und dann probieren wir mal, ob das klappt. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Das machen wir nochmal. Habt Spaß. Am Gerät. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.